Oh nee. Hallo und herzlich willkommen zu Ohne. Jetzt rutscht die Juliane, mein Hauptgast, mal eben kurz aus unserer Markierung hier raus und die Sabine schiebt sich nach hinten. Ja, wir haben Masken auf, wir können nicht alles machen. Also wir sind schon bemüht, ne? Und ein bisschen näher kommen wir ja und die Masken, das ist schon okay. Das schaffen wir zu viert hier. So, meine Lieben, das Chaos ist perfekt, ihr seht das schon. Vier Frauen hinterm Bügelbrett, das kann nichts Gutes bedeuten. Ich stelle sofort die Juliane mal richtig vor. Liebe Juliane, ich freue mich, dass du da bist. Du bist Stilberaterin. Stil oder Stil? Was sagst du? Stil. Stil, oh, schon der erste Fauxpas. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Und, Dankeschön. Ich freue mich, dass du diesen Klamauk nicht, aber so diese Sendung, diese Art und Weise hier heute mitmachst. Es ist ja auch neu, ne? So ein Livestream für dich. Und wir werden das schon irgendwie rocken. Wir kriegen das schon hin. Ich freue mich sehr, ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, denn ich habe zwei ganz bezaubernde Gäste, die euch eigentlich allen bekannt sein dürften. Nämlich einmal zu meiner Rechten die Sabine. Man erkennt dich jetzt gar nicht mehr hinter dieser Maske. Ich bin's, hi. Ja. Und die Aber Esther. Ehrlich. Schön, dass ihr beiden mitmacht. Wir hatten eigentlich ein etwas anderes Konzept vor. Die Juliane hat nämlich gesagt, ach komm mal, so viele Frauen wie möglich hier rein und die sprechen wir alle durch. Ja, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und zu viert, wie ihr seht, kriegen wir es gerade noch hin mit den Räumlichkeiten und deswegen habe ich mir gedacht, seid ihr beiden die richtigen unterschiedlichen Typen, an denen man ganz viel ausmachen kann, oder? Auf jeden Fall, ja, das ist toll. Also eine Blonde, eine Schwarze, das passt immer gut und groß und schlank und kompakt. Und kleiner, so, genau, das kriegen wir schon gut hin. Und kurvig, genau. Auf jeden Fall wird es mit Sicherheit eine etwas turbulente Sendung. Ich freue mich natürlich auf euch zu Hause im Chat, der gleich auch eingeblendet wird. Und ich kann euch auch jetzt schon mal auffordern, ihr dürft natürlich gerne eure Fragen stellen, sofern sich da welche ergeben. Oder wenn ihr ganz mutig seid und Krisenteile, hast du sie genannt? Ja. Krisenteile habt, dann könnt ihr die natürlich auch noch schnell auf unsere Facebook-Seite posten und dann können wir uns eventuell auch noch live in der Sendung ein Krisenteilchen angucken, wenn ihr es schafft. Na, vielleicht habt ihr ja Lust dazu mitzumachen. Ich begrüße mein ganzes Team. Heute sind es ein paar mehr. Und den Martin, der wie immer eure Fragen beantwortet, nicht, Nein. sondern weiterleitet. So, ich so. Wollte nur gucken, wie schnell du bist. Also du bist doch wieder schnell. Ich wollte doch die... Ah, okay. Er ist auf jeden Fall voll dabei und hört zu, was ich sage. Das ist schon mal gut. Du bist noch nicht eingeschlafen. Um was geht's heute? Ja, das weiß man manchmal nicht, oder? Doch, der Martin, der schläft doch nicht. Naja, okay. Also, um was geht's heute? Wir haben Wenn du da bist, nie. Nee, der passt heute ganz genau auf. Ich gehe jetzt. Das geht schon die ganze Zeit so. Wir sind halt eigenwillig. Ja, ganz ehrlich, die Stimmung ist so ein kleines bisschen wackelig, weil die Redaktion meine beiden Gäste, meine Zauberhaften, mit Attributen belegt hat, die nicht ganz gut angekommen sind. Für alle, die es interessiert, Nein. wir haben eine Website. Nein, das stimmt ja so. Das nicht. War die Redaktion? Ja, ich nicht. Du, ich finde, das haben wir dir zu verdanken. Nein! Okay, wir kommen so nicht weiter heute. Doch. So, wir fangen jetzt, ich versuche nochmal. Also während die Juliane so ein kleines bisschen über Stilberatung und Figurtypen, Formen, Farben für Esther und Sabine so ein bisschen das Ganze noch mal in Augenschein nimmt und die Garderobe prüft, die da hinten hängt. Ich glaube, Sabine hat sämtliche selbstgenähten Teile, die sie jemals hier gemacht hat, mitgenommen. Also es ist ein Traum. Du hast auch ein paar selbstgenähte Teile mit, Esther, total klasse. Anhand dieser Teile werden wir oder natürlich hauptsächlich die Juliane, so ein paar Tipps auch für euch geben. Da könnt ihr bestimmt einiges rausschließen und für euch mitnehmen. Und währenddessen, damit die andere nicht arbeitslos ist und wir nicht die ganze Zeit permanent aufeinander hängen, nähen wir von So-Pattern, ihr beiden, nicht wir, den Schnitt Marita. Und zwar wollen wir anhand von diesem Schnitt, der relativ einfach ist, so ein paar kleine Sachen eventuell noch live in der Sendung erklären und klären. Und ausgesucht habt ihr beiden euch dazu passende Jersey-Stoffe. Und zwar, du hast dir einmal ausgesucht
diesenjenigen welchen. Nackler heißt der. Ja, gut, dass du dir den Namen gemerkt hast. Ich habe nämlich das Schild abgemacht, das liegt da hinten. Das ist von Hilko Nackler. Und ich habe den Damen freie Wahl gelassen. Ich habe nur gesagt, es sollte was Gemustertes und Jersey sein, damit Schnitt und so zusammenpassen. Der sieht aus, als hätte der so kleine Perlen, ne? So. Ja, das sieht so aus. Wirklich sehr hübsch. Okay, sehr hübsch, gefällt dir gut. Du musst erstmal noch dazu ganz still schweigen. Die Juliane, die steht hier und die denkt sich schon, jetzt ihr Teil, die rattert und rattert. Aber ich stelle euch trotzdem vor, was meine Damen sich ausgesucht haben. Und dann ist das gleich während der Sendung Julianes Part, dazu was zu sagen. Die zweite Variante, weil ich gesagt habe, okay, wir gucken, dass wir noch so ein bisschen noch eine andere Variante kriegen. Einmal was Florales und einmal was Grafisches. Da hast du dir ausgesucht, auch Stitch Cross. Guck mal, du hast ja die alle gemerkt. Nee, Cross-Stitch. Siehst du jetzt? Mach mich nicht verrückt. Ich lese es lieber ab. Cross-Stitch, auch von Hilko. Auch natürlich dehnbar und ein bisschen gefüttert. Der ist hier ganz dünn und ganz flutterig. Ne? Ja. Und der ist so ein kleines bisschen hinterlegt. Also genau für den Winter eigentlich richtig. Alles aus der gerade da seienden Winter-Herbst-Kollektion von Hilko. Das sind deine beiden Farben. Was unsere Expertin gleich dazu sagt, werden wir sehen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Esti, du hast dir folgende beiden Stoffe ausgesucht. Und da sieht man schon gleich den Unterschied zwischen brünett, schwarzhaarig und blond. Und so, blond. Welche Farbrichtung hast du dir ausgesucht? Also ich habe mir einmal hier den Geometrik ausgesucht. Den fand ich sehr schön. Und... Steht mir auch gut. Hätten wir das schon mal und geklärt. Das, Girly Flower passt natürlich auch hervorragend zu mir, finde ich. Finde ich. Also das sind deine beiden Stoffe, meine die beiden du Stoffe. Ausgesucht hast. Genau. Und dann kann ich euch beide schon mal noch entlassen, weil ihr seid nämlich dabei und schon das erste Shirt so ein bisschen zu produzieren, damit wir gleich direkt in die Vollen gehen können. Also ich ja nicht, ich überlasse das alles der Juliane. Da bin ich mal gespannt, was die dann zu euch sagt. Musst du noch bügeln oder bist du durch? Ja, ich will noch ein bisschen bügeln. Ach, du willst jetzt noch ein bisschen bügeln? Ja. Warte, dann bügel du noch ein bisschen und du musst dann ein bisschen warten noch. Dann musst du erstmal noch etwas warten, denn wir haben natürlich noch Gewinne, bevor wir starten. Den Schnitt Marita könnt ihr gewinnen, wenn ihr einen Kommentar unter unserem YouTube-Stream hinterlasst. Das ist immer ganz schön. Und zwar gibt es den diesmal zweimal. Danke, liebe Steffi, dass du den gesponsert hast. Einmal für uns, dass wir ihn hier nennen können und natürlich auch für unsere Zuschauer. Also Kommentar. Und dann habt ihr die Chance auf diesen netten Schnitt. Und während der Sendung gibt es das Dortex-Schnupperpaket zu gewinnen. Mit Kunstlederresten und wunderschönen Etiketten, einmal aus echtem Leder und einmal aus Kunstleder, damit ihr da nochmal schön eure selbstgenähten Sachen entsprechend verzieren könnt. Und ein Stift ist immer gut. Das gibt es während der Sendung zu gewinnen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach da vorne und Sabine darf noch ein bisschen bügeln. Sollen wir es so machen? Ja, gerne. So machen wir es. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist dein Arbeitsplatz. Liebe Juliane, wie fängt man an, wenn man in eine Stilberatung geht? Also ich bin jetzt erstmal unzufrieden mit meinem schwarzen Outfit, denn du hast gerade schon zu mir gesagt, also schwarz steht dir nicht, habe ich gerade. Nein. Dann fang anders an. Hast du gesagt? Ich habe dir tief in die Augen geblickt, soweit das möglich war mit dem Abstand. Ja. Und habe gesehen, dass deine rötlich-blonden Haare und dein Teint einfach dazu mich inspirieren, dass du ein warmer Farbtyp bist und wahrscheinlich auch eher mit hellen, warmen Farben zurechtkommt als mit kalten Farben. Und da ist Schwarz automatisch dann einfach raus. Das tut mir schrecklich leid. Ich weiß, die meisten Frauen sagen ja, ich trage am liebsten Schwarz. Schwarz geht immer, Schwarz passt zu allem. Und Schwarz kassiert macht so ein schlank, bisschen, gerade genau. In der Kamera. Weil ich es ist auch tatsächlich immer so, je dunkler die Farbe ist, desto mehr Licht schluckt sie und desto schlanker sieht man natürlich aus, weil man keine Schattierungen sieht. Im Grunde genommen könnten wir doch jetzt mit der Sendung aufhören. Schwarz geht immer, Schwarz steht zu allem und schön, dass ihr da wart. Das hat uns Spaß gemacht. Wort zum Freitag. Sagen meine Schwarz Kunden geht immer. Auch immer, wenn ich versuche, denen das dann auszureden. Ja. Also, aber es gibt natürlich ganz viele tolle Farben, die dich einfach
besser aussehen lassen würden als schwarz. Und was schwarz natürlich ganz problematisch macht alt, weil es einfach die Fältchen im Gesicht mit schwarzen Schatten belegt und so weiter, Schatten betont und so weiter. Und das ist einfach nicht so schön. Okay. Also, wenn ich dir so in die Augen gucke, dann hätte ich den einen Stoff, den die Sabine sich ausgesucht hat, nämlich den Cross-Stitch, genau. Hätte ich mir sehr gut für dich vorstellen können, entweder als Rock, der ist ja angeraut, das ist ja schön für den Winter, oder aber vielleicht auch als Jäckchen über eine Bluse oder über ein Shirt. Ja. Und deine Augenfarbe, da ist ganz viel von diesem hellen Olivton drin. Mhm. Und das wäre natürlich dann wunderbar harmonisch, wenn eine von den Farben des Musters sich in deinen Augen widerspiegelt. Und das ist dann einfach was, was stimmig ist. Und das ist schön. Sabine, war das jetzt der Kommentar dazu? Das war ich jetzt gleich hier. Das war die Sache. Sabine, du kriegst den Stoff, keine Sorge. Also ich habe mir den ja auch nur wegen Rosa ausgesucht. Wegen Rosa, also da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, wobei das natürlich ein warmes Rosé ist, das sind ja eher so Malventöne und das passt alles gut zusammen für einen warmen Farbtyp. Wir können leider heute bei dem Licht und wegen der Masken nicht klären, was ihr für Farbtypen tatsächlich seid. Dazu braucht es einfach das richtige Licht und wenn die Masken dann irgendwann mal runter sind. Aber das heißt, so würde man dann starten. Man würde jetzt erstmal den Typ analysieren und das machst du mit Hilfe von Tüchern. Das ist ja auch ganz vielen schon geläufig. Also ganz bösartig ist das hier, das ist der Analyseblock. Oh. Das ist ganz gemein, weil da spielen die Haare nicht mit. Das hält man sich so vors Gesicht. Okay. Und dann kann man direkt sehen. Kannst du aber noch ein Stückchen drehen? Dann kann man sehen, ob Gold am Gesicht besser ist zum Beispiel oder ob Silber besser ist. Also Gold ist schon mal, das sehe ich jetzt, würde ich jetzt so sagen, weil jetzt siehst du wirklich, also man sieht wirklich extrem einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber das sieht man. Aber das ist also ganz witzig, da dürfen auch die Haare nicht mitspielen, da müssen die Haare immer weg, dass man einfach den Hautton, der natürlich ungeschminkt sein muss und die Augenfarbe und einfach so das Gesicht, die Lippenfarbe und die Zahnfarbe und sowas als Grundlage hat, um dann den ersten Eindruck zu machen. Dann wird es ein bisschen netter. Dann dürfen die Haare wieder mitspielen. Das Wobei hält man die Haare sich dann, ja auch nicht immer ganz echt sind. Ne? Deshalb ist es gut, dass man den Analyseblock also hat, eben für Farbe. Ohne Haare. Ich krieg sofort einen Kommentar, hier hast du eine Perücke. Das ist typisch älteste Freundin. Komm, bist du noch nicht fertig mit Nähen, ehrlich. Okay, danach dann macht man das dann mit diesem Teil, was man unterm Hals hat. Mhm. Und wenn man das dann durchblättert, dann kann man wirklich super sehen, wie sich die Gesichtshaut verändert mit den Farben, die man eben direkt am Gesicht hat. Und dazu braucht man aber schon, ich sag mal, ein spezielles Licht und jetzt nicht dieses grelle Licht, was wir hier für eine Sendung brauchen. Und du machst diese Beratung vor Ort bei dir. Dich kann man irgendwie buchen? Mich kann man buchen, genau. Wie findet man das? Also ich habe ein ganz tolles Studio in Dortmund, wo ich natürlich Kunden empfange, wo ich auch manchmal Gruppen empfange, im Moment natürlich nicht. Mhm. Und wo ich zum Beispiel auch Kleidertauschpartys mache, dass wenn jetzt im Lockdown jeder das eben mal macht mit dem Kleiderschrank, weil man nicht raus darf und man hat Langeweile, dann kann man sowas, was man immer gerne aufschiebt, auch mal machen. Alle Sachen im Kleiderschrank, die man lange nicht anhatte, mal anziehen, ob die überhaupt noch passen, ob die Corona-Kilos das noch zulassen oder nicht. Und das dann alles nach Produktgruppen sortieren, nach Farben sortieren und alles, was man wirklich nicht mehr anziehen kann, rauslegen, weil es ist ja nicht verschlissen, sondern man hat es vielleicht maximal ein paar Mal angehabt. Und dann einfach mal zu einer Tauschparty gehen und sich mit anderen Leuten, die wohl vielleicht auch die Farben nicht gepasst haben, wo der Stoff oder der Schnitt, was es auch immer ist, dann das auszutauschen und das macht total Spaß. Also im Moment ist es ja nicht möglich. Aber man kann die Vorbereitung treffen. Und dann können wir uns mal deine Facebook-Seite dazu angucken. Das ist jetzt genau der richtige Moment. Das heißt, da kann man dich finden und man kann dir auch eine Nachricht schicken. Du bist da mit all deinen Daten auf jeden Fall drauf. Und wer mit dir in Kontakt treten will, kann das über Facebook machen und über deine Webseite natürlich. Und über Instagram. Du bist da überall vernetzt und
Kannst du mal auch vorab vielleicht Tipps geben, zu sagen, schon mal ausmisten, gucken. Wir haben ja auch den halben Kleiderschrank da. Wir können da gleich schon mal so ein paar Beispiele geben. Das heißt, dass jeder schon mal so ein bisschen bei sich selbst gerade anfangen kann. Die Zeit ist ja da, ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt bringst du mich auf Sachen. Bei mir rattert schon im Kopf. Okay. Ja, also wenn man jetzt Fach für Fach einfach mal rausnimmt und dann merkt man plötzlich, dass ganz nach hinten irgendwelche Teile gerutscht sind, die man schon ganz lange vermisst hat. Ja. Und dann muss man die einfach mal wieder anziehen. Und Teile, die man sehr lange nicht mehr anhatte, das ist, gibt dann entweder den Grund, dass man nichts zum Kombinieren hat, dass es also tatsächlich so ein Teil ist, was man im Schrank immer hin und her hängt, aber was den Schrank nie verlässt. Und alles, was man selbst genäht hat, da hat man viel Arbeit reingesteckt. Oder auch Sachen, die man teuer bezahlt hat. Und dann ist das viel zu schade, als dass die Sachen im Schrank vergammeln. Und deshalb sollte man denen, wenn man die dann nicht mehr selber trägt, einfach eine zweite Chance gönnen. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Finde ich ganz wichtig. Und dass im Schrank tatsächlich hinterher nur noch Sachen hängen, die man tagtäglich braucht oder die man für verschiedene Gelegenheiten braucht. Jetzt kann man natürlich auch wieder drüber nachdenken, was ziehe ich vielleicht Weihnachten an, selbst wenn ich nicht mit großen, aber ich möchte mich trotzdem fein machen. Ja. Oder auch Silvester oder so. Und einfach schon mal gucken, ob man nicht noch irgendwelche alten Schätzchen hat, die man vielleicht tatsächlich mal wieder anders kombinieren kann, die man mit neuen Accessoires schön macht oder wo man endlich die neuen Schuhe, die man sich gekauft hat, so anziehen kann oder whatever. Einfach neue Kombinationsmöglichkeiten suchen für die Teile, die man hat, damit man eben hat, hatte man das ja gesehen, der tolle Spruch von Vivienne Westwood, buy less, more quality und vor allen Dingen more quality ist immer wichtiger als mit den Quantitäten. Auf jeden Und Fall. Je mehr man im Schrank hat, desto weniger davon zieht man an. Das ist einfach so. Das ist so. Esther, du nickst die ganze Scheiße. Oh, ja, jetzt kommt die Frage. Du kannst schon mal gleich da stehen bleiben. Ja, Martin, komm. Die Fragen. Ja, oh. Ja. Also im Chat überschlägt es sich schon ein bisschen. Ganz nach da vorne, ja. Unter den ganzen Fragen ist zum Beispiel, was ist mit braunen Augen? Woran erkenne ich, ob ich ein Blau, Rot, Herbst, Grün, Schwarz, irgendwas Typ bin? Gibt es auch Unterscheidungen für Sommer, Herbst, Winter und Frühling? Welches Licht wird dafür am besten benötigt? So, das sind alles Fragen, die kann ich überhaupt nicht beantworten. Deswegen bin ich froh, dass ich hier den Profi an meiner Seite habe. Also, wir hatten schon kurz die Typen genannt, ne? Ja, also Herbst. Man unterscheidet zwischen warmen Farben und kalten Farben. Mhm. Und genauso ist das eben auch mit den Hauttönen. Wenn ihr beide hier jetzt nebeneinander steht, dann kann man vielleicht tatsächlich ganz gut erkennen, dass die Britta eher einen gelblichen Teint hat, kann natürlich am Make-up liegen, doch, aber ich glaube gelblich. Doch eher. Ja, ja. Und die Esther eher rosig ist. Und bei rosig, bei einem rosigen Teint braucht man unbedingt warme Farben, die einen Gelbstich haben, um das Rosé zu kompensieren, damit das nicht noch stärker leuchtet. Und bei den gelblichen Farbtypen ist es wichtig, dass man eben kühle Farben hat zum Kompensieren, damit man nicht noch gelber wird. Mhm. Also wenn du mich in Messing kleidest, dann sehe ich aus, dass du mir sofort ein Krankenschreien geben würdest. Ja, sagen wir das, Gottes Willen, bleib zu Hause. Ja, du siehst ja schrecklich aus. Obwohl, das darf man auch nicht machen, weil je nachdem, wenn man einen Krankenschein haben will oder nicht, ne, dann muss man sich schon manchmal krank anziehen. Also das unterstützt das schon. Also je nachdem, wie man leiden will, das darf man aber auch gar nicht so laut sagen. Aber bei mir nützt das sowieso nichts. Ich bin selbstständig und jetzt auch, weil ich den Unfall mit dem Fuß hatte, wollten sie mich alle krank schreiben und ich habe gesagt, es nützt nichts. Ich bin selbstständig. Genau, ich wem soll man das abgeben? Trotzdem irgendwie. Okay, also wir beide sind schon mal falsch angezogen, oben mit Schwarz. Wir beide sehen alt aus, deswegen gucken wir uns jetzt einmal... Ich habe nicht gesagt, dass ihr alt aussieht. Ach, das darf ich sagen. Nur gesagt, dass schwarz alt Wir gucken auch. Uns jetzt einmal Esthers Sachen mit an, die sie schon mal selbst genäht hat. Wir fangen jetzt, ich ziehe jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus. Und das hast du hier in der Sendung genäht, ne? Genau, das habe ich hier in der Sendung genäht, ne? Wir wollten eigentlich mit dem ersten Teil anfangen. Okay, wollen, eigentlich ganz, genau. Ganz ehrlich, dann gucke ich jetzt mal da eben, was ihr beiden dazu sagen habt. Und wir tauschen die Rollen und ich gehe hier hin und lass mich überraschen, was kommt. Und greife nur im Notfall ein. Also die Esther hat sich ja hier so ein schönes Oberteil genäht. Vielleicht kannst du das mal so anhalten. Genau, halte ich mal an. Und eine passende Legging dazu. Mhm. Und jetzt hatte ich die Anregung gemacht, weil ja hier ganz viel Fläche jetzt in Grau ist, dass man dieses schöne Muster von hier, wenn sie da noch was übrig hat, dass man diese Einfassung vom Ausschnitt einfach durch so etwas ersetzt, weil das schön frisch ist. Das sind dann auch eher die Farben, die einen schönen Kontrast zu dem Teint bieten. Und man hätte einfach diesen Übergang
dass nicht so viel Fläche grau ist, ohne dass sich dieses Muster hier nochmal wiederholt. Sie hat mir eben erzählt, dass sie da eine Brosche für hat, die sie da hinsetzt. Kann sie trotzdem machen, kein Problem. Aber ich glaube, um das noch so ein bisschen lebendiger zu machen, wäre das eine schöne Alternative. Also um jetzt dunkle, also wenn man jetzt gerne dunkle Farben trägt, mache ich ja auch, das ist einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dann empfiehlst du aber schon auch gerade bei diesen selbstgenähten Teilen, das ist ja auch ein Schnitt, den hast du, glaube ich, hier auch nochmal genäht, weißt du noch, welcher das ist? Das ist Frau Fanny. Genau, Frau Fanny. Und der ist ja auch ganz beliebt, der Schnitt, dass man dann eben diese Kontraste nochmal wieder aufnimmt. Genau. Und von dieser, also doch einen Bruch reinbringt in das Ganze. Ja, aber es ist ja eigentlich kein Bruch, weil das ja unten hier auch noch auftaucht an dem Ärmel. Es gehört ja eigentlich zusammen. Ja. Und deshalb fände ich es schön, wenn das hier oben am Hals dann nochmal wäre, weil das einfach auch ein schönes Dekolleté macht. Und als, wenn du noch genug Stoff übrig hast, könntest du natürlich auch die passende Maske nähen. Das finde ich immer sehr schön, wenn man Sachen selber macht, dass man das Oberteil dann passend hat zur Maske. Ja. Kann man bei teuren Designern auch jetzt schon kaufen, Blusen mit den passenden Masken. Und das ist ja schnell gemacht. Ja, das und dann ist hat man das immer passend. Man muss sich nicht überlegen, welche Maske nehme ich jetzt. Ich habe das Outfit heute für die Sendung hier nach der Maske ausgesucht. Ja, okay. Ja. Und weil ich die Maske so mag und weil die mir auch irgendwie entspricht. Das ist irgendwie ein Teil meiner Persönlichkeit, diese Maske. Und deshalb finde ich das klasse. Ja. Und das kann man mit allen Sachen, die man jetzt näht, weil wir wahrscheinlich auch noch länger Maske tragen müssen, kann man das so machen. Und definitiv. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja. Okay. Und kreativ. Gucken wir uns noch eins. Was hattet ihr noch im Vorhinein noch was besprochen? Ist da denn irgendwas bei, was so gar nicht geht bei Esther? Ja, das hier, dieses Teil. Dann holen wir das sofort raus. Das ist das No-Go-Teil. Ich halte es auch mal an. Vielleicht seht ihr es ja auch. Da hast du das ja versucht, mit dem Teil oben, mit dem, das nochmal aufzugreifen. Aber du hast die Stoffauswahl, ist, glaube ich, nichts, oder? Das ist einfach zu blass. Also da müsste man dann mit Accessoires, mit einem Schal oder mit dicken Ohrringen oder sowas, müsste man das zum Leben erwecken, weil das ist so unscheinbar, dass man da einfach drin verloren geht, also nicht mehr sichtbar ist. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Das hat vor allen Dingen, die Esther hat ja eine tolle Figur. Und wenn sie die Taille nicht zeigt, sondern einfach so ein Hängerchen anhat, ist die Figur auch weg. Mhm. Und Figurtypen ist ja auch nochmal so eine ganz wichtige Sache. So, jetzt stehst du einmal hier schön, wie du bist. Und auf was sollte man denn achten, wenn man jetzt ein spezieller Figurtyp ist? Was gibt es so im Groben für Figurtypen? Also es gibt natürlich, das Ideal ist natürlich die X-Silhouette. Das heißt, Oberkörper und Unterkörper so in der Proportion. Wir ziehen automatisch den Bauch ein gerade, ne, und stellen es gerade hin. Ja, dass man eine schöne Taille hat und dass die Proportionen einfach in der richtigen Waage sind. Und da kann man natürlich mit den Sachen, die man sich selber näht, ganz viel zu beitragen. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch mal zu, wenn wir bei der Sabine sind. Mhm. Was also als allererster Schritt ist, gut sitzende Wäsche. Wenn das unten drunter stimmt, dass man einen gut sitzenden BH anhat und eine Unterhose, die nicht die Nähte hinten so hat, dass man damit beginnt und dann alles drüber zieht und dann ist die Hälfte eigentlich schon gegessen, dass man gut aussieht. Okay, was wäre jetzt Esther für ein Typ? Wir können es auch nebeneinander stellen. Ich glaube, wir haben nicht den gleichen Figurtyp. Nur mal ein Beispiel zu sagen und zu sagen, auf was sollten wir beide achten? Esther hat schöne, schlanke Beine und ist gerade und ich... Ja, deine Figur kann ich ja nicht erkennen unter dem Teil. Ne? Meine Figur ist so. Und von allem etwas. Also es gibt die V-Silhouette. Das heißt, oben ist sehr viel mehr als unten. Das wäre wahrscheinlich so Richtung Sabine. Sabine hebt gerade schon den Arm, für alle, die es noch mal sehen möchten. Also sie meldet sich. Genau, dann gibt es natürlich welche, die Frauen, die haben schmale Schultern und breites Becken. Das ist dann die A-Silhouette. Und es gibt natürlich dann immer Sachen, die man machen kann, um dann den Ausgleich zu schaffen. Also jemand, der schmale Schultern hat, kann natürlich immer gucken, dass er irgendwie was mit Schulterpolster trägt, dass er Keulenärmel hat, dass er auf jeden Fall so ein bisschen den Blick Richtung Schulter macht, damit der Ausgleich zum breiten Becken da ist. Und also bei V genau eben auch. Also wenn oben sehr viel ist, muss man gucken, dass man unten den Ausgleich schafft. Also einen ausgestellten Rock zum Beispiel oder auch Hosenformen, die besonders tailliert sind, damit man diese Proportionierung mit der Taille wieder hat. Die Hosen sind ja Gott sei Dank jetzt wieder so, dass sie bis in die Taille gehen. Die Röcke auch.
Das ist, nein, Gott das ist sei gut. Dank, ich weiß nicht, ich kann mich die, magst für du diese für die Figur Schnitte? Ist es gut. Ich auch nicht, nee, ne? Also, ich mag die nicht. Nee. Also wir haben die in den 80ern zu lang getragen, glaube ich. Also ich kann mir die auch wirklich nicht mehr anziehen. Also so eine hohe Hose macht einfach tierisch lange Beine. Ne, man kann natürlich dann okay, auch mir das. Lange Oberteile drüber ziehen, die man mit einem Gürtel auf Taille bringt. Mhm. Dass das einfach, es ist aber wirklich, weil bei den meisten Frauen ist die breiteste Stelle die Hüfte. Ja. Wenn dann eine Hose anhat, wo die Hüfte, das bis hier geht, geht der Blick automatisch dahin und das sieht alles doppelt so breit aus. Die Frauenfigur, diese schöne Sanduhr-Silhouette, du mochtest ja eben die Sanduhr nicht, aber die hat nun mal die Idealform. Die Sanduhr hat einen ganz anderen Hintergrund. Die Sanduhr ist aber von meiner Redaktion, um mich zu ärgern. Aber die passt doch heute hervorragend zu dem Thema. Na, ja, natürlich. Also. Dann ist man als Frau einfach auf diese weibliche Silhouette eingestellt und das ist gut für die Proportionen, das ist schön. Was ist denn dann zum Beispiel, wenn man irgendwie schwarz anhat? Und dann als Eyecatcher hier irgendwie einen bunten Gürtel. Ja, super. Wird das doch auch hervorheben, Also wenn oder? Die Britta zum Beispiel dieses Grün, was sie unter dem schwarzen Kleid trägt. Ich habe mir gedacht, ein Farbtupfer hier noch sein. Mal aufgegriffen hätte als dünnes Gürtelchen. Nein. Ne, dann ich schmeiß mir jetzt nicht wieder so einen Gürtel um. Guck das sieht mal, schlimm so aus. Hier. Ja, nicht so breit. Nein, nicht so breit. Aber wir können ja, wir können also Taillengürtel dürfen ganz dünn sein. Vor allen Dingen, wenn nicht so viel Taille da ist. Ja, guck mal. Jetzt fang du noch an. Wir können das doch jetzt mal hier demonstrieren. Aber man kann doch, wenn man so eine Figur hat, das nicht in die Taille hier reinlegen. Das sieht doch schrecklich aus. Liebe Juliane. Nein, und nicht noch hören Sie. Ich habe Angst vor dieser Sendung gehabt. Also ich weiß auch warum. Dieses Teil war jetzt einfach heute unglücklich gewählt. Nein, ich finde das großartig. Ja. Man kann nichts erkennen. Ja. Dann so, zieh das bitte wieder aus. Aber das schlechtes Beispiel. Ja, ich weiß. Aber weil man das fühlt auch sich mit wohl. Das stimmt mit den Schnittteilen. Nein, das stimmt nicht. Kann nicht funktionieren. Nein, das stimmt nicht, weil das passt ja bei mir nie. Bei so einer Oberweite kriegt man nie was, wo hier die Teilungsnaht richtig ist. Da müsste man selber nähen. Das ist einfach so. Genau. Okay, wir gehen wieder weg von mir. Aber ich habe mir sagen lassen, du moderierst eine Nähsendung. Ne? Ich weiß. Vielleicht lässt sich das ja mal einrichten. Ich gehe gleich. Okay, wir waren bei Esther stehen geblieben. Ja, haut mich ruhig schnell ablenken. Ne? Schnell ablenken. Ja, ganz schnell ablenken. Genau. Haben wir noch was wir besprechen wollen können hier? Ja, das pinke Teil wollten wir noch rausgreifen. Ne? Oh ja, genau. Nee, das nicht? Eigentlich das andere. Ne? Das ich weiß andere es pinke nicht. Ich wollte dann noch, ne? Das pinke? Ja. Ist das ja. Euer pinkes, was ihr euch noch ausgedacht habt? Okay. Also das hat jetzt natürlich das Problem, dass es pinken Schatten ins Gesicht wirft. Das heißt, wenn sie das trägt, wird sie automatisch noch mit dem Rosé noch intensiver aussehen. Also muss man gucken, wenn das ein schönes Teil ist, und das ist ein schönes Teil, dass man dann irgendwelche Accessoires anhat, die die Verbindung zum Teint wiederherstellen. Also ein Schal, wo das vielleicht minimal mit drin ist, was aber ansonsten vielleicht ein Muster hat mit Grün oder Petrol oder irgendwas, dass das da wieder auftaucht. Und natürlich dann die Legging passend so, dass eine Farbe aus dem Schal zum Beispiel wieder auftaucht. Mhm. Also Styling heißt immer, dass das Ganze von Kopf bis Fuß funktioniert. Also von der Wäsche angefangen, dann über die Strumpfhose, über die Schuhe bis hin zu den Accessoires. Brille passt natürlich wunderbar bei dir mit dem dünnen Goldrahmen. Mhm. Ich habe heute extra für die Sendung meine rot-schwarze Brille mitgebracht, dass das auch wieder passt. Also ich die musst du jetzt auch einmal aufsetzen. Ja, ich habe so einen totalen Brillentick und habe eigentlich zu allen Outfits auch die passende Brille. Ich brauche nur eine Lesebrille, insofern lässt sich ich wollte gerade sagen, also das ist mit meiner dann nicht. Also aber Brille macht natürlich ganz viel aus. Und Brillen heutzutage sind ein Accessoire, ein modisches. Mhm. Und deshalb kann man im Moment mit diesen ganzen tollen Rahmen, kann man da ganz viel machen an Accessoire. Du hast ja eben gesagt, du hast jetzt auch eine Lesebrille. Mhm. Dann lass dir doch mal eine richtig schöne auf die Nase setzen. Also eine, die du auch, wo du Spaß hast, die anzuziehen. Hat man Spaß, eine Brille anzuziehen? Ja, ich schon. Okay. Ja, aber das liegt gleich am Brillentick. Lenk jetzt ab. Ja, okay. Und wenn man sie nicht ständig tragen muss, weil ich bin nämlich gerade vom ständig Brillentragen weg und ich brauche jetzt nur noch die Lesebrille und da bin ich ganz glücklich drüber, und dass ich die nicht mehr so ich sehe, dass du von diesem wunderbaren Shirt, Marita, nur noch zwei Nähte schließen musst, bevor es dann weitergeht. Ist das richtig? Ja, ich bin sehr gespannt, weil wir haben festgestellt, ich durfte euch ja wenigstens tief in die Augen blicken.
dass von diesen Türkistönen, da gibt es zwei unterschiedliche Nuancen, und der dunklere ist Bestandteil ihrer Augenfarbe. Und das ist dann natürlich wieder so ein schönes harmonisches Bild, weil das einfach perfekt passt am besten. Okay, ne? Dann würde ich sagen, du nähst jetzt die beiden Sachen zu Ende, dass wir es gleich einmal an dir zeigen können, und schneidest schon eventuell an dem anderen noch ein bisschen zu. Und Sabine, wie weit bist du denn gekommen? Dann können wir mit dir den nächsten Kleiderschrank-Check machen. Außer es gibt noch Fragen im Chat. Ich durfte die eine noch nicht beantworten mit den vier Jahreszeiten. Weil ich mache das nach wie vor. Es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene Richtungen mit 24 Farbtypen oder sowas. Aber ich finde immer noch nach Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Sollen wir einmal dahin gehen und schauen? Ist für mich einfach für die Kunden auch am einfachsten, weil immer auch der Saison angepasst die richtigen Sachen im Laden sind. Okay, das heißt, im Moment heißt das, es sind diese Farben, diese kalten, klaren Farben, die Farben des Winters sind in den Geschäften. Und diese schönen, warmen Herbstfarben, diese gelbstichigen, kräftigen Herbstfarben, die sind jetzt alle schon wunderbar reduziert. Das gilt natürlich auch für die Stoffe dementsprechend. Okay. Und das heißt, das würde dann auch wieder dem Wintertyp zugeordnet werden, das, was ich jetzt hier in der Hand habe? Genau. Oder wie man darf das nur nicht denken, dass sich das dann ändert, wenn jetzt Frühling ist. Also wenn ich sage, du zum Beispiel bist ein Frühlingstyp oder bist ein Sommertyp, dann bist du das dein Leben lang, weil sich deine Hautfarbe nicht verändert, weil sich deine Augenfarbe nicht verändert und weil sich deine Lippenfarbe nicht verändert, die Zahnfarbe eventuell, aber da kann man ein bisschen nachhelfen. Und ihr auf dem Kopf, das hast du selber in der Hand, wie du das veränderst. Ja. Aber wenn das stimmig ist, wenn du jetzt ein Sommertyp bist, dann sind es einfach auch diese... Ich glaube, ich bin Frühling. Ja, also ich glaube es eigentlich auch. Ja. Aber das müsste man einfach bei dem richtigen Licht dann nochmal testen. Okay. Es ist aber so, dass wenn jetzt der Winter vorbei ist, dann kommen die Frühlingsfarben in die Läden. Das wären dann die. Das heißt, dann sind das so nette Pastelle, Vanille und dieses wunderbare Grün, was wir dann so lieben. Das Grün ist ja das von deinem T-Shirt ungefähr. Ungefähr. Ne, das gehört auch mit dazu. Wobei ich ja ganz ehrlich bin, ich würde so ein Gelb niemals tragen. Bei Gelb hört es ja ganz viel auf. Ich würde auch dir dann Senf gerne das Gegenteil beweisen. Auch wenn Senf die neue Modefarbe ist. Okay, aber das ist so, also ich würde auch jetzt nie losgehen und sagen, das würde ich mir jetzt aussuchen, weder an Stoff, wenn ich nähen würde, noch sonst wie. Man greift ja auch immer irgendwie zu den gleichen Sachen wieder hin. Das ist ganz schlimm, da sind wir alle gleich programmiert. Das heißt, wir laufen in allen Läden immer auf die Sachen zu, die wir schon kennen, die wir können und die wir schon haben. Ja. Und die meisten sehen die anderen Farben in den Läden gar nicht, egal ob das jetzt Stoffe sind oder ob das Kleidungsstücke sind, sondern immer nur das, was sie sowieso schon haben. Und das ist was, das durchbrichst du auch. Ja. Das heißt, man kann dich nicht nur zu einer Stil- und Formberatung jetzt engagieren, sondern du würdest jetzt auch mit mir einkaufen gehen. Sehr gerne. Das wäre ein Spaß. Genau. Da komme ich auch mit. Was, du kommst auch mit? Esther kommt auch mit. Dann machen wir uns schon. Und dann der Schlendergang über die Fressmeile. Nix da. Nein, aber das ist schon sehr lustig. Also das könnte man bei dir auch machen. Das heißt, man ruft dich an und sagt, hallo, liebe Juliane, ich habe die Sendung gesehen und ich bin verzweifelt oder ich möchte mal einfach was Neues kennenlernen. Genau. Der Wunsch zur Veränderung ist, ist nicht zwingend, aber wenn der da ist, ist es natürlich ganz toll, weil ich gucke natürlich mit ganz anderen Augen auf dich, als du das so gewöhnt bist, immer dich anzugucken. Ja, klar. Und deshalb ist das so spannend, weil ich dir natürlich Sachen bringe, wo du sagst, da hätte ich ja nie zugegriffen. Dann ziehst du die an, guckst in den Spiegel. Ich hatte das heute Morgen gerade wieder und das macht total viel Spaß. Und dann steht sie vorm Spiegel und sagt, mein Gott, wäre ich ja nie drauf gekommen, dass ich da so gut mit aussehe. Okay. Und das ist einfach toll und ich mache dann auch Fotos davon. Das heißt, du musst dich nicht gleich entscheiden, sondern kannst die Fotos angucken, auch den anderen mal zeigen, ob das was ist. Und dann kann das Gehirn auch so ein bisschen... Gehirn, sagt mein Mann, muss ich sagen, wenn ich hier lebe, ich bin aus dem Rheinland, da sagt man Gehirn. Ja, egal, wir würden es verstehen. Genau, kann sich dann so ein bisschen anpassen und kann lernen, dass das eben das, was du immer schon hattest, okay ist, aber dass du durchaus Neues mal zulässt.
andere Formen, andere Farben, andere Schnitte, andere Muster. Okay. Und das ist toll. Ich glaube, andere Muster und andere Schnitte. Sabine, das war dein Stichwort. Mein Stichwort? Ja. Wie weit bist du jetzt mit deiner Naht? Ich komme gleich, ja. Weil dann würden wir nämlich einmal gucken, was nämlich total interessant ist, dass Sabine wirklich so viele Sachen mitgebracht hat. Und sie hat auch gesagt, ich habe das alles in deiner Sendung genäht. Da habe ich gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Martin. Martin, hinter den Kleiderstücken hier. Ja. Ja. Sag mal was. Ja, es geht hier also immer noch weiter. Die Fragen kommen auf. Was hat es mit der Haarfarbe jetzt auf sich? Muss ich da auch drauf achten? Wie sieht es aus bei Accessoires? Zum Beispiel Schmuck. Hier steht, ich bin Herbsttyp und mag kein Gold an mir. Geht das denn trotzdem? Und natürlich, was ganz oft aufkommt, welche Frage nach dem Hauttypen. Zum Beispiel Mehl 405 wird hier noch genannt. Ein kräftiges Quarkweiß. Und was macht man da? Was macht man dann? Bei Mehl und und eine wichtige Frage, die wird mir auch noch von der Regie mitten zwischendurch mal zugeflüstert. Okay. Das Licht. Bei welchem Licht kann man am besten erkennen, welcher Hauttyp man ist, beziehungsweise welche Farbe zu einem passt? Und wenn wir da jetzt einen Kelvin-Wert haben, könnten wir das tatsächlich hier nachstellen? Also ich habe zu Hause einen Spiegel mit Tageslichtlampen. Das ist also kein warmes Licht, sondern das ist eher ein kaltes Licht. Aber den Kelvin-Wert von Tageslicht? Wir haben doch eine Redaktion, ja. Die ist doch fit drauf. Die kann doch bestimmt den Kelvin-Wert von Tageslicht ermitteln. Jan? Also ich glaube, es muss einfach ein kaltes Licht sein und kein warmes, dass das dann den Hauttyp am besten wiedergibt. Und man muss sich selber mal angucken und auch an der Innenseite des Unterarms kann man das wunderbar feststellen, ob man eher ein gelblicher Typ ist oder ob man eher ein rosiger Typ ist. Ich bin eher der Mehlwurm-Typ. Wir Sabine, werden das Tageslicht jetzt das übrigens mit der gleich Haarfarbe, einmal nachstellen. Wenn natürlich, ist natürlich am besten, wenn das passt. Also wenn jemand ein kühler Farbtyp ist, also ein Sommertyp, dann macht es keinen Sinn, wenn er ein rötliches Blond hat, weil es dann einfach nicht passt zum Hautton. Sondern das muss dann natürlich der richtige Farbton. Die Friseure haben immer die Farbkarten einmal mit den warmen Farben und einmal mit den kühlen Farben. Und dann muss man sich das einfach mal ans Gesicht legen lassen, um zu gucken, welcher da derjenige ist, der am besten passt. Also es stehen leider nicht allen Frauen knallrote Haare. Nee, das ist schwierig. Aber es gibt natürlich auch kühle Rottöne, die zum Beispiel, also Sabine hat ja auch eher jetzt so einen kühlen Rotton in ihrem Schwarz. Wobei Sabine im Vorgespräch, der Vorarbeit hier gerade gesagt hat, sie weiß nicht, was du für eine Naturhaarfarbe hast. Ne? Naja, doch, das ist nicht blond und das ist nicht braun, das ist irgendwas. Wir hatten ein böses Wort dafür gerade. Wischmopp. Mhm. Genau. Ja, benutzt da Wischmopp, genau. Böse. Okay, du hast es jetzt mehr oder weniger fertig genäht, das Shirt. Wie schnell ließ sich das nähen? Ganz schnell. Ratzfatz, ne? Das sind zwei Teile und ein bisschen billig. Und ein bisschen billig. Und das ist von der Verarbeitung her auch eigentlich ganz einfach. Es wird, glaube ich, vorne erst, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, erst einmal der Beleg vorne verstürzt und dann werden die Schulternähte geschlossen und dann wird gleichzeitig hinten der Beleg mitgefasst, dass man hier diese kleine Stelle hinten an der Schulter, dass die verdeckt ist. Und das ist eine ganz schnelle, einfache Verarbeitung. Wir haben jetzt bewusst auf das Versäubern der Nähte verzichtet, damit hier der Lärmpegel nicht so laut ist. Und bei dem Stoff ist das auch nicht so zwingend notwendig. Wenn man jetzt für sich selber näht, muss man das auch nicht unbedingt. Denn wenn man dann bügelt oder wenn es sich dann rumdreht, dann ist es doch, das drückt sich so ein bisschen durch. Gerade bei dem etwas dünneren Nackler. Also man kann es natürlich auch komplett mit der Overlock nähen. Ist halt ein Viskose-Jersey, sehr dünn, sehr fließend, sehr. Genau. Wollen wir jetzt einmal bei dir den Kleiderschrank-Check machen? Das heißt, du begibst dich schon mal dahin und jetzt bist du. Der Kleiderschrank. Jetzt also, das ist mein Onee-Kleiderschrank. Ja, dein Onee-Kleiderschrank. Deswegen, ich schieb's noch mal ein bisschen. Ja. Willst du dahin gehen? Dann rutscht ihr alle so ein Stückchen rüber. Dann gebe ich euch die Teile an. Ja. Wir können ja mit dem anfangen, was du anhast. Genau, da hatte ich mir ja gewünscht, dass sie das anzieht, weil mir das auch vom Farbkontrast sehr zugesagt hat. Und es ist auch von der Länge in Ordnung. Und da wir ja eben festgestellt haben, dass du eher Richtung V gehst als Richtung A, also das heißt, oben mehr Volumen als unten, muss man einfach gucken, dass man das Volumen oben so ein bisschen entzerrt. Und deshalb hatte ich empfohlen,
dass man hier zum Beispiel ein langes V machen könnte als Ausschnitt. Dann wäre dieser Endpunkt von dem Herzchen wäre also die tiefste Stelle des Dekolletés. Das ist durchaus noch züchtig. Und das würde von dem Volumen im Oberkörper einfach so ein bisschen wegnehmen. Der V-Ausschnitt hätte dann auch noch den Vorteil, dass es einen langen Hals macht und streckt. Das heißt, das Auge des Betrachters folgt dann automatisch dieser Linie und Frau sieht dann einfach ein wenig schlanker aus. Das ist ja immer sehr angenehm. Das kannst du sowieso immer empfehlen. Ich habe ja nun auch etwas mehr Oberweite, dass man auf jeden Fall den Bereich hier oben, diese große Fläche, dass die aufgebrochen ganz wird. Genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich versuche auch immer aufzugreifen. Sind U-Boot-Ausschnitte oder Sachen, die wirklich nah am Hals liegen, sind bei einer gewissen Oberweite einfach suboptimal. Okay, gut. Ansonsten, was ist zur Kleidform zu sagen? Das ist ja jetzt eher gerade unten, so ein kleines bisschen wellig. Und die Taschenposition, die sie da hat, weißt du noch, welcher Schnitt das war? Du hast alles markiert. Ja, unfassbar. Das ist die Stacy von Patty Du. Die Stacy von Patty, aber wenn du das weißt... Aber der steht hinten. Egal, gut. Okay, Stacy von Patty Du. Wenn das ist jetzt auch, Patty Du wird ja auch oft genäht, was könntest du da jetzt noch an Verbesserungsvorschlägen geben, wenn Sabine jetzt diesen Schnitt nochmal für sich nähen sollte? Ich würde dieses angesetzte Teil weiter Richtung Taille machen, damit die Proportionen, weil sie ja sowieso viel Oberkörper hat, dann wirkt der Oberkörper noch länger durch diese tiefe Naht hier. Ja. Ich würde den eher in die Taille setzen und ich würde darauf achten, dass der Druck übereinstimmt. Oder aber so versetzt ist, so versetzt ist, dass es nicht, es nicht komisch aussieht. Okay, an der Stelle meinst du jetzt, ne, dass dieses Herzchen jetzt entweder es müsste genau passend sein oder es müsste so versetzt sein, dass okay, aber das sind so Kleinigkeiten, auf die man natürlich gut achten kann, wenn man selber näht. Auch da möchte ich noch mal sagen, dass man durchaus mutig sein kann, auch an den Schnitten ruhig mal was zu verändern. Das heißt, zu sagen, okay, ich kenne meine Proportionen, dann ist es natürlich schön, wenn man sie dann kennt und auch weiß, wo sollten jetzt die Teilungsnähte wirklich sitzen, um dann zu sagen, gut, ich kürze das Oberteil ein bisschen und schiebe das Rockteil etwas höher. Aber ich dachte, das bricht, macht wieder so einen Bruch. Und wenn es tiefer sitzt, würde es vielleicht eher strecken. Also ich hätte das irgendwie anders gedacht. Nee, also wenn das in der Taille... Könnt ihr euch so ein kleines bisschen schräg stellen? So ein bisschen so, dass du ein bisschen mehr zu mir kommst? So, ja. Dann haben wir ein bisschen, das also mit der Kamera etwas besser. Die Länge nicht beachten, aber wenn das so ein bisschen höher säße und das Oberteil wäre so leicht... Ich zuppel mal mit. Wäre vielleicht leicht geschoppt und trotzdem wäre es tailliert, dann hätte man einfach eine klarere Proportion. Also so hängt... Das ja ganz gerade an dir runter und macht keine Taille, sondern das Augenmerk liegt einfach auf der Oberweite. Und wenn du dann auch das mit dem längeren Dekolleté hättest, wäre das schon... Wir hatten eben auch noch mal über die Schulternaht gesprochen, weil das ist ganz wichtig, dass die wirklich am Ende der Schulter sitzt. Weil dieses Kurzüberhängen ist immer schwierig. Ja, ganz genau. Ja. Also sonst sieht es immer so aus, als wäre... Es ist einfach eine Nummer zu groß. Es hätte besser gepasst, eine Nummer kleiner, aber dann ist es hier oben rum. Das ist ein Problem, das haben Frauen, ganz viele Frauen, dass einfach die Oberweite mit der Schulter nicht in Einklang zu bringen ist. Aber wenn man das selber näht, kann man das alles bedenken. Okay. Ansonsten gefällst du mir sehr gut in dem Kleid. Weil es halt auch ein bisschen poppig ist. Ne? Total, ja, ich liebe es. Okay. Klare Farben. Und Think Positive ist im Moment das einzig Wahre. Was man machen kann. Was ist noch zur Rocklänge zu sagen? Die Rocklänge ist gut. Also bei der Rocklänge ist mir ganz wichtig, dass man diese schmale Stelle unter dem Knie gut sehen kann, weil die das Bein optisch verschlankt. Und wenn man die sehen kann, das ist einfach so eine schöne Stelle. Deshalb sollte man die dem geneigten Betrachter auch gönnen. Und ja, nicht erst hier beginnen, weil das ist dann wieder die breiteste Stelle. Ja, an der Wade. Ja. Und es muss außerdem auch noch so viel Bein übrig sein, dass man das als Bein erkennt. Gerade wenn man unter 1,70 ist, sind Rocklängen bis zum Knie, maximal übers Knie, wirklich das Äußerste. Okay, gut. Was haben wir noch hier zu sehen in Ihrem schönen Kleiderschrank? Wir hatten noch Seberhard. Seberhard verfolgt uns beide schon
wie viele Sendungen, ich weiß es gar aber nicht. Aber der Reißverschluss ist drin, so, Britta. Genau, der Reißverschluss ist drin. Du hast ihn auch sehr schön eingenäht. Und das finde ich nochmal sehr schön. Unter irgendeinem der letzten Kommentare bei YouTube stand nämlich, ich würde gerne mal wissen, was aus dem Tulpenkleid geworden ist. Und ich freue mich, dass wir es fast fertig präsentieren können. Genau, wenn du dich noch einmal umdrehst oder auf die Ecke gehst, dann können wir das so gut einfangen. Okay, Seberhard. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt nochmal anziehen muss. Muss sie nicht, muss kann sie, nicht. Sie aber. Kann sie aber. Ja, ja, ich glaube, das wäre wirklich. Okay, das, genau, das dann sag gut. Das mal noch. Ja, bitte. Ja, dann mach das doch noch mal einmal, weil da wurde auch so schön nachgefragt. Dann kann die Esther nämlich noch mal ins Bild huschen. Ja, weil, ich komme. Genau, dann kann die Juliane nämlich was zum Shirt sagen. Und dann, du wenn hast ihr euch dein T-Shirt da drunter an. Ja, wärst du so nett und würdest das ausziehen, weil das gehört ja nicht dazu mit dem Ärmel jetzt. Ja, dann müssen wir das jetzt eben, dann musst du das eben auch kurz ausziehen. Das macht auch gar nichts, denn dann kann ich noch mal ganz kurz was sagen. Wem diese schönen Stoffe hier gefallen? Wir haben nämlich eine Neuerung jetzt bei Uné und ich freue mich, dass wir diesen Service endlich anbieten können. Ich habe da schon ganz lange drauf gewartet und gehofft und wir haben jetzt zwei Kooperationen noch und zwar, Dankeschön, und zwar einmal mit Ellos und einmal mit Stoffekontor und wir gehen mal auf unsere Homepage. Und da gibt es ja immer, wie ihr wisst, den Artikel zur Sendung. Und da könnt ihr immer alles nachlesen. Und wir sind ja auch immer bemüht, da für euch natürlich so viele Informationen wie möglich reinzupacken. Und wenn ihr da runter geht, da sind noch so ein paar lustige Sachen über Esther und Sabine zu lesen, die nicht von mir stammen. Dann könnt ihr jetzt auch die Bezugsquellen der Stoffe finden, nämlich einmal Ellos. Da könntet ihr auch einmal, wir klicken da jetzt einfach mal drauf. Das sind zwei Online-Stoffhändler und da kommt ihr dann auch direkt zu den Stoffen, die in der Sendung vernäht wurden oder zu ähnlichen, weil natürlich nicht alle von den wunderschönen Stoffen immer online erhältlich sind. Da gucken wir nochmal beim Stoffekontor rein und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auch automatisch, genau da ist der Stoff, automatisch dahin und hättet dann auch eine Bezugsquelle, denn ich habe ganz oft die Fragen gestellt bekommen, wo kriegt man die? Ich habe gesucht im Netz, ich bin nicht fündig geworden. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, direkt praktisch darauf zuzugreifen, was mich total freut. Und ich hoffe, ihr macht davon Gebrauch, denn die Stoffe sind wunderschön. Wir kürzen das so ein bisschen ab für euch. Und ja, ich hoffe, das ist ein Service, mit dem ihr in Zukunft zufrieden seid. Gut. Ja, Martin. Ja, eine ganz spezifische Frage. Wie immer. Und zwar von der Lady. Lady Tora. Ja. Wie wirken sich Raglan-Ärmel auf die Figur aus? Das ist eine gute Frage, weil nämlich das genau Gleiche mit der großen Oberweite, wenn die Nähte auch noch auf den Busen hinweisen, dann wirkt der noch größer. Und je nachdem, wie die Schultern sind, wenn jemand breite Schultern hat, ist das natürlich toll mit einem Raglan-Ärmel, weil dann sowieso die meisten Sachen an der Schulternaht nicht passen wegen der breiten Schultern, dann ist Raglanärmel ideal. Wenn jemand aber schmale Schultern hat und viel Busen, ist Raglan absolutes No-Go. Okay, das ist ja schon mal ein toller Tipp. Also ich sehe schon, man sollte sich öfter mit dir verabreden und gute Tipps einfahren, damit man auch in Zukunft gut ausschaut. So, komm, Seberhard. Ja, Seberhard. Wir können jetzt anfangen von der dreh dich mal einmal ruhig rum, ich bleibe hier einfach so im Hintergrund stehen. Von den Ärmeln über die Proportionen, die Abstände, die Stoffe, die Farben, alles. Da können wir ganz viel dran erklären. An unser beider Meisterstück. Genau, okay. Also, wir hatten das eben mit der V-Silhouette und mit dem Volumen. Und wenn die Ärmel so kurz sind, das ist ja jetzt einfach überschnitten, der ist ja dann relativ gerade geschnitten gewesen, ist das natürlich sehr bequem. Aber besser aussehen würde es, wenn der Ärmel bis zum Ellbogen ginge. Darf ich da kurz reingrätschen? Was ist aber denn, wenn jetzt Sommer ist und ich möchte so einen Ärmel tragen? Was sagst du dann? Weil ich weiß, dass die Sabine so einen Ärmel tragen kann möchte. Es darf jeder machen, was er will. Aber wenn es gut aussehen soll, dann ist es einfach besser. Man kann das mit dem Cutout ja lassen, dass man ein bisschen mehr Ärmel hat, damit der Blick nicht so auf dem Oberkörper klebt. Weil das verbreitert jetzt obenrum einfach diese Maße noch mehr. Ja, weil okay. der,
dadurch, dass auch diese Schleife da noch so absteht, ist einfach das Gesamtmerk liegt auf dem Oberkörper. Ich hatte dann vorgeschlagen, dass man das ein bisschen enger macht, dass man das ein bisschen tailliert und höher zieht den Rock, dass das so ein bisschen geschoppt ist und dass man dann eine Rocklänge nimmt, wie hatten wir das eben, dass das auch so bis maximal Mitte Knie, damit auch von der Stoffmenge die Relation einigermaßen wiederhergestellt ist und eben, sie hat ja schöne Beine, dass man eben diese schmale Stelle wieder sieht, dass der Rock nicht länger ist. Findest du denn auch, dass so ein Bruch mit so einem kleinen Gürtel da drin Sinn das macht? Das ist in Ordnung, ja. Wenn man eine Taille herstellen will, ist so ein kleiner Bruch immer gut. Mhm. Okay. Der Stoff ist auch sehr schön, aber auch da gilt, lieber tiefer dekolletiert, um den Blick so ein bisschen mehr aufs Dekolleté zu lenken, als auf die Brüste, genau. Ja. Und aber der Stoff ist ansonsten ist und tolles die Farben. Sommermuster. Was Farben? Genau, was sagst du zu den Farben? Könnten ein bisschen kräftiger sein. Mir gefallen die Farben gut und ich kann ja das Gesicht nicht erkennen. Also mir gefallen die Farben gut und es wäre natürlich schön, wenn du von dem Stoff noch was hast, dass du dir dann die passende Maske dazu machst. Die passende Maske. Ansonsten können wir noch mal eben, wenn wir jetzt ein bisschen Abstand machen und du jetzt nicht redest, einmal runterziehen. Mach mal. Dann können wir noch mal einmal gucken. Dann kann jetzt die Expertin noch mal was dazu sagen. Zu den Farben. Ich glaube, du brauchst mehr Power in den Farben. Ich habe gerne Power, aber ich habe es auch manchmal schlicht. Okay. Ja. Also schlicht ist der ja nicht. Reduziert. Große Muster sind nicht schlicht, das ist einfach so. Aber okay, aber zumindest gedeckter. Vielleicht nicht schlicht, aber gedeckter. Ja klar, kann man machen. Es wäre natürlich schön, wenn dann die Accessoires und der Lippenstift und sowas da drauf abgestimmt sind. Ne? Okay, super, dann haben wir das auch besprochen. Dann würde ich sagen, hast du eine Hose, hast du Beine? Ja. Gut, dann würde ich sagen, sonst hätten wir eine aus dem Fundus da genommen. Oh, ne? Ja, kannst du auch machen. Nee. Auf keinen Fall. Okay, da höre ich schon die Krisenteile. Nein, das sind schöne Teile. Ja, aber da kommst du einmal zu uns. So dann sieht das uns, doch dann stellen schon wir uns noch mal ein bisschen so auf, dann kannst so du sieht dahin das sehr schön aus. Gut, okay, Esther, jetzt erstmal der Eindruck zu dir. Wie war es zu nähen? Zu nähen, ganz einfach. Ganz einfach und ganz schnell. Ganz einfach, ganz schnell kannst du also empfehlen, wenn man mal eben noch schnell ein Shirt braucht, dann kann man mal eben so nähen. Das hat keine Schulter, ne? Nein, das ist angeschnitten. Wir können noch mal den Schnitt zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Kamera ich das jetzt gerade mal halten soll. Hier, da sieht man auch, dass das ist wirklich so easy zu nähen. Und ich bin froh, dass ich den bei Sopattern gefunden habe. Das ist auch für Anfänger ganz einfach zu machen und geht wirklich mal eben schnell runter zu nähen. Also es ist noch nicht ganz fertig. Ja, es ist nicht umgenäht. Genau. Also so ist es laut Schnitt, ne? Das so in der, genau. In der Länge. Genau, in der Länge. Also was man natürlich machen könnte, wenn man so ein bisschen kreativ ist, dass man da so einen richtigen Trompetenärmel draus macht zum Beispiel. Mhm. Das würde ja an dem Schnitt grundsätzlich nicht viel ändern. Genau. Man müsste einfach diese Strecke hier erweitern, dass man dann so richtig mal den Augenmerk auf den Ärmel legt. Also es gibt ja im Moment wieder Keulenärmel, es gibt diese Trompetenärmel, es gibt plissierte Ärmel. Das heißt, man kann also den Blick von dem Rumpf einfach mal wegnehmen auf den Ärmel hin, das ist auch sehr schön. Also das wäre jetzt zum Beispiel noch eine Veränderungsmöglichkeit oder dass man dieses Teil tatsächlich so ein bisschen stärker tailliert und unten so eine Art Schößchen draus macht. Das wäre auch schön, weil das ist ja ein schönes Jersey. Das heißt, wenn man das weit hat, dann fällt das wie Volant. Ja. Und das wäre natürlich auch schön, wenn es dann tailliert wäre und würde nach unten so ein bisschen aufspringen. Fände ich jetzt als Alternative dazu auch sehr schön. Würdest du denn jetzt an dem Schnitt jetzt noch für Esther was ändern wollen? Das ist ja jetzt einfach nur eine Größe, so wie es jetzt laut Schnittmuster war, einfach runtergenäht. Natürlich ist es kein Problem, hier dann noch ein bisschen mehr individuell auf die Taille einzugehen. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die Schulterlinie hinten liegt. Also man hat bewusst also sieht keine Naht oben. Und es ist hier hinten halt gerade geschnitten. Natürlich, der Sender stört jetzt etwas, aber das heißt, man hat auch nochmal die Möglichkeit, auch eine Teilungsnaht nochmal speziell abzusetzen. Entweder auch mit einer kleinen Paspel oder nochmal mit einer anderen Farbe oder so. Würde ja auch nochmal gehen. Würde auch gehen. Also dann würde ich aber immer
aus diesem Farbspektrum eine Farbe auswählen, um dann da so eine Pastel oder sowas zu machen. Da könnte man natürlich dann auch das am Rand noch machen, am Bündchen. Mhm. Oder aber, dass man, dass man vielleicht noch ein bisschen Spitze, dass man den Ausschnitt tiefer macht, setzt noch ein bisschen Spitze rein oder an die Ärmel oder auch hier, zum Abschluss. Einfach. Genau. Ja. Was würdest du jetzt zum Ausschnitt sagen? Das ist jetzt der Ausschnitt, der jetzt im Schnitt vorgesehen ist. Würdest du jetzt Esther empfehlen, okay, würde ich lassen? Fühlst du dich wohl drin? Oder, also der ist auf jeden Fall lehrerinnentauglich. Na dann. Also wir könnten den ruhig noch. Ja, natürlich. Ja, ich persönlich mag auch ganz gerne V-Ausschnitte oder etwas tiefer ausgeschnittener als sowas Hohes. Also der ist wirklich angemessen brav und, ne? Auch das heißt aber, natürlich könnte man in dem Schnitt dann sagen, gut, ich habe hier meinen tiefsten Punkt in dem Schnitt, ist egal, ich hole den Schnitt jetzt nicht. Den mache ich einfach 10 cm tiefer, ziehe mir eine neue schöne Linie auf den Punkt hier oben, den sollte man sich allerdings dann einmal ausmessen natürlich und nicht den Punkt hier hinten nehmen, sondern da die Schulter ja verlegt ist, sollte man dann hier oben den Punkt sich aussuchen, das sind, weiß ich nicht, so 5 cm vielleicht, und dann kann man natürlich auch entsprechend einen neuen Beleg machen und an dem Shirt noch viel ändern. Ja. Und das sollte man eigentlich auch generell machen, wenn man selber näht. Ja, natürlich. Mutig klar, ändern. Das ist ja das Tolle am selber nähen. Man kann der Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Ja. Und einfach sagen, was wollte ich denn immer schon mal haben, was mich mit dem Schnitt, der ja so einfach zu nähen ist, tatsächlich verwirklichen kann, ohne dass es jetzt tierisch kompliziert wird. Okay. Und dass man eine Taille macht da rein, dass man den Ausschnitt verändert oder die Ärmelweite oder dass man so ein Schößchen als Unterteil macht. Das lässt sich ja ganz leicht machen. Aber mit der Stoffauswahl wärst du erstmal zufrieden. Sehr schön. Also das von der Farbe her, ne? Ja, auch jetzt mit dem Blond, finde ich, ist das toll. Und ich würde sowas wirklich nicht als Sommerteil betrachten, sondern das jetzt im Winter, weil es ganz wichtig ist, dass wir, wenn es draußen so dunkel ist und wir alle eh schon nicht gut drauf sind, frische Farben tragen, damit wir ein bisschen gute Laune kriegen und unser Gegenüber auch. Mhm. Und Türkis ist da die beste Farbe überhaupt. Mhm. So. Das heißt, wir können wechseln, weil da kommt nämlich jetzt schon Sabine rein. Esther, du kannst es entweder anlassen oder dich umziehen. Ja, ich lasse es jetzt an. Okay, dann kannst du schon mal versuchen, vielleicht noch was zuzuschneiden so ein bisschen. Ich bin hier jetzt so ein bisschen, guck hier auf eine Sanduhr und eine andere Uhr im Studio. So, jetzt kommt Sabine. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte, wir machen den mal da. Genau, den mache ich hinten einmal rein. Das ist noch nicht ganz perfekt genäht. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Okay. Ich würde einmal gerne fragen, fühlst du dich wohl? Nein. Okay, das ist mal so das Erste. Woran liegt das? Es liegt, dass die Schultern hier so weit ist. Der Ausschnitt gefällt mir nicht. Es ist hier mir zu viel Stoff. Da muss ich aber eins zu sagen, ich habe es etwas weiter zugeschnitten, als es im Schnitt war. Das heißt, das nächste Teil, weil das ja so ein bisschen mein Probeteil war, ich habe etwas durch die Oberweite und ich hatte jetzt nicht ganz den Stoff berechnet, hatte ich hier vorne 2 cm zugegeben. Na? So. Das heißt, die könnten wir bei dem anderen Schnitt hinterher wirklich original dann weglassen. Das heißt, da müssten wir uns ein bisschen was einfallen lassen, um das etwas zusammenzubringen. Aber wir könnten vielleicht, kommst du bitte nochmal? Ja. Wir könnten vielleicht mal gucken, weil das ist einfach so ganz, das ist derselbe Schnitt, ist aber zwei völlig unterschiedliche Figurtypen. Ja. Und bei ihr sitzt es hier mit diesem Schnitt, weil einfach da in die Tiefe nicht so viel muss. Ja. Und bei ihr, hast du gesagt, hast du was dazugegeben. Ja. Und das kann nicht funktionieren, weil hier dann plötzlich sich dieser Stoff, dieser zu viele Stoff, weil sonst die Brust ja nicht reinpasst, geht dieser Schnitt einfach nicht bei so viel Oberweite. Genau. Sondern man muss was haben, wo der Rumpf und die Ärmel getrennt vernäht werden. Gut, könnten wir ja noch machen, indem wir da einfach dann das abschneiden und einen Ärmel reinmachen. Da bin ich dann ja ganz kreativ und würde es einfach abtrennen. Gut. Würde es jetzt nichts nützen, wenn wir hier noch ein kleines bisschen reingehen? Ein kleines bisschen die Kurve ändern? Ich würde weiß sagen, es nicht. Nein. Weil eigentlich braucht man zwingend eigentlich dann auch einen Abnäher. Mhm. Genau, das ist es. Das heißt? Also es sieht, wenn man dich jetzt so betrachtet, sieht es stimmig aus. Es sieht gut aus. Die Farben passen zu dir. Das Muster ist schön. Es ist auch von der Verteilung schön.
aber es liegt einfach am Schnitt. Du kriegst es auch nicht hin, dass das dann hier mal glatt sitzt. Das kann nicht sein. Aber das, das ist das, was dich stört. Und der Ausschnitt stört dich auch? Ja, das ist hier mit den Schultern, das ist mir eigentlich alles zu weit da hinten. Du hättest es gerne züchtig. Nein, ich glaube, es wäre schöner, wenn die Schulter weiter innen säße. Richtig, genau. Aber das Ganze dann eher so wäre. Ja, irgendwie so. Okay, wenn man das jetzt so machen kann, dann könnte, würde ich jetzt ja schon anfangen und würde mit einem großen Stich zwischendurch anfangen und würde eine Raffung da reinbringen. Kann man machen. Ja. Also das, wenn ich jetzt sowas hätte. Mhm. Ja? Konkrete Frage zu diesem Schnitt. Ist dieser Schnitt denn auch für breite Schultern geeignet? Also für breite Schultern ist er besser geeignet als für viel Oberweite, auf jeden Fall. Weil ja keine Schulternaht da ist, die die breiten Schultern irgendwie einengt. Mhm. Also wenn jemand breite Schultern hat, ist so ein schulternahtloses Oberteil auf jeden Fall gut zu verwirklichen. Okay. Ich sehe jetzt gerade wieder das Schulterpolster aufkommen. Ich sehe es bei ganz vielen. Wäre es jetzt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mir da jetzt, weil Sabine hat ja nun mal wirklich schmale Schultern. Gibt es schon Prim-Schulterpolster? Hast du welche da? Ich habe keine hier, glaube ich. Nein, leider nicht. Ich kann jetzt auch, glaube ich, keine herbeizaubern, weil ich einfach keine da habe. Ich hätte jetzt nur ein bisschen Vaseline da, aber das kriegt mir nicht hin. Aber wäre das jetzt eine Option? Natürlich. Also gerade wenn man so ein bisschen den Ausgleich schaffen will zur großen Oberweite, ist es natürlich gut, wenn die Schultern betont sind und die, also nicht die Schulterpolster aus den 80ern und auch nicht drei übereinander, dann ist der Hals weg, sondern einfach dezent. Und das ist immer gut für die Proportionen, das sieht immer gut aus. Okay, weil wenn ich mir denke, dass da jetzt hier Schulterpolster drunter wären, etwas nur, dann würde auch ja schon dieses Bild sich sähe das anders aus. Sähe es auch anders aus. Das heißt, man könnte da doch durchaus noch ein bisschen retten, damit du dich etwas wohler fühlst, indem man das ein ganz leichtes, schmales Polster drunter tust. Aber das ist so, ansonsten Stoff? Stoff ist ganz schön, ja. Dann näht ihr doch eine Maske draus, dann hast du wenigstens fast. Eine Maske kommt auch noch raus, aber ich denke mal, das Teil könnten wir auf jeden Fall. Das Ach, da kann man noch irgendwas dran basteln. Also auf jeden Fall. Also können wir sagen, dass wir das noch mal ein bisschen verändern werden. Ich würde jetzt hier vorne das wirklich noch mal raffen oder den Ausschnitt eventuell noch mal ein bisschen vertiefen. Also schmaler machen am Hals, aber tiefer. Ja, ne? Okay. Mhm. Gut, aber da kriegen wir mit Sicherheit noch was raus. Das wäre jetzt natürlich nur schade, wenn wir jetzt diesen Stoff zerschneiden würden. Ja, das tun wir nicht in dem Schnitt, der dir nicht gefällt und wo du ein bisschen unglücklich bist. Okay, das heißt, das lassen wir und bauen uns daraus was Neues. Der bleibt auf jeden Fall dann in deinen Händen. Was würdest du denn jetzt bei dem grafischen Muster jetzt bei Sabine hier für einen Schnitt zum Beispiel empfehlen? Stoff fand es sehr supi und gut. Für Sabine ich auch? Weiß nicht genau, ob das oder nicht? Oder muss ich den doch nehmen? Ich glaube, da musst du, Britta, das ist deiner. Aber wir machen das dann anders. Dann machen wir jetzt mal eine Hauttyp-Analyse, denn wir haben, können Tageslicht herstellen, wurde mir gerade übers Ohr gesagt. Ich weiß es nicht, wir müssen uns vor die Wand stellen. Ist das richtig, liebe Regie? Okay, das heißt, wir stellen dich davor. Gut, dann haben wir auch da einen Spiegel, das ist gut. Wir haben einen Spiegel, aber dann machen wir das doch jetzt. Ne? Ich bin ein wenig geschminkt. Das ist das Problem, Britta. Wir so ein bisschen kriegen wir es hin. Wir werden nicht das Blabla-Café. Ich arbeite nicht gerne unprofessionell. Okay, dann können wir es trotzdem einmal versuchen. Wir versuchen es einmal. Abschminken? Nee, ich glaube, du müsstest dich da hinstellen. Oder du willst dich abschminken. Ich habe nichts da zum Abschminken. Mir ist das egal. Also wir haben da jetzt hier Anweisungen. Dann bist du rot gerubbelt, das nützt uns auch nichts. Du musst an wir die Wand versuchen mit das dem so. Rücken. Jetzt ist es soweit. Mit dem Rücken aber. Okay, und wir können den Spiegel, damit sie sich selber auch sehen kann. Ach du liebes. Kann ich denn noch dahinter? Darf das? Weil ich müsste ihr ja. Wo müssen wir? Versuch einfach mal, wir versuchen eine Lösung zu finden. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Mir wurde nur gesagt. Also du hattest ja auch. Du bist ja auch immun, oder? Naja, wir wollen es mal offen. Genau, wir gucken uns das jetzt mal an und. Sabine, ich meine, das Einzige, was wir machen können, du hältst dir das mal, du müsstest allerdings auch die Brille ausziehen. Ja, ist kein Problem. Gib mir mal deine Brille und dann hältst du das mal einmal selber. Den Lippenstift? Warte, den Lippenstift kriegen wir auch noch weg. Martin, ich brauche einmal einen Zehwer. Die Regie hat gesagt, ne? Die Regie roter hat das Lippenstift. Gesagt und dann mache ich das auch. Unter der Maske macht ganz viel Sinn, ja. Das hat die Regie gesagt unter der Maske? Das stand in der Ankündigung und da habe ich gedacht, okay. So, wir machen jetzt mal so ein bisschen den Mund normal und dann hältst du es einfach mal selber drunter, damit wir es so grob sehen können.
Genau, wir halten dir das jetzt mal so da drunter. Und dann müsstest du jetzt einfach, damit wir auch den Abstand bewahren, mal selber blättern. Und gucken, was würdest du denn jetzt zu diesem Gold sagen? Gucken, was das mit dir macht. Okay. Also du musst das so halten, dass das am Gesicht sichtbar ist. Und wir können das ja von hier aus sehen. Ja, was macht das? Mach mal runter. Wir müssen einfach mal ein paar machen. Oh. So, ist das besser oder schlechter? Sieht sie gesünder aus oder sieht sie so aus, als müsste sie dringend in Urlaub? Dann mach noch mal zurück. Sieht sie so gesünder aus? Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Sabine, jetzt ist auch egal. Jetzt ist völlig egal. Dein Schminke ist egal. Findest du dich jetzt so besser? Geh noch mal runter mit dem Gold auf das Silber. Das hat unsere Lampe versagt. So, wir brauchen Strom. Aber wir können jetzt schon mal eins sagen, das Silber macht dich auf jeden Fall krank. Ja. Blätter mal weiter, bitte. Noch weiter. Noch weiter. Aber da ist die Expertin. Ich kann nur gucken. Noch weiter. Noch weiter. Also da würde ich jetzt sagen, haben wir auf jeden Fall ein Match. Denn wenn ich hier in die Augen gucke von Sabine, sehe ich ganz viel von dieser Farbe. Stimmt. Und das ist Petrol. Petrol. Oh, die habe ich noch nie gehabt. Ich weiß auch, dass du nie Petrol nimmst. Egal, welche Stoffe wir mal aussuchen, du dir was aussagst, das war noch nie dabei. Nie. Noch nie. Sehr lustig. Okay, aber vielleicht bist du ja bereit, um das dann das mal zu ändern. Nicht? Ne? Das ist Tageslicht? Jungs, okay, gut. Also das mit dem Petrol funktioniert auf jeden Fall super gut. Die richtigen Farben lassen die Augenfarbe gut sehen, lassen die Lippenfarbe gut sehen. Das kann man jetzt bei dir ganz schlecht sehen, weil immer noch so viel Lippenstiftrest dran ist. Ja. Die Haut sieht ausgeglichen, harmonisch und gesund aus. Bei der Farbe haben wir ein 100%iges Match. Also ich liebe Blau. Ich bin eigentlich auch ein Blautyp. Also ich trage noch mal blättern. In vielen Varianten. Blätter mal eins weiter. Das zum Beispiel ist so eine ganz gefährliche Farbe, das ist Royalblau. Und alle, die das nicht tragen können, die gehen da einfach drin verloren, weil die Farbe so dominant ist. Okay. Also bei dir, glaube ich, würde es auch gehen. Aber ist auf jeden Fall Hammer. Ja, was sagst du denn dazu? Ganz neue Erkenntnis. Ja, es ist schön. So. Ach, guck mal. Finde ich auch. Ja. Ja, blätter noch mal weiter runter. Ich bin ganz fasziniert. Also das geht andersrum. Andersrum. Kommt noch mehr? Ja. Jetzt kommt noch so ein das finde ich geht gar nicht. Das ist Fleischfarbe. Okay. Nein, das ist Aprikot. Entschuldigung. Okay. Ich finde, das sieht ein bisschen fleischig aus. Aber gut. Nein, also fleischig ist anders. Das ist Rosé, aber ich glaube, das ist zu zart für dich. Ich bräuchte was mit einem Blaustich drin. Das ist toll. Halt, nicht so schnell. Geil. Entschuldigung. Ja. Super. Das sieht wirklich toll aus. Ja. Quietschorange. Du bist ein Typ für Knallorange. Und ich habe mir so einen Pulli gekauft. Gibt es ja wirklich Orange endlich mal wieder als Modefarbe. Und du solltest das wirklich tragen. Das ist super. Ich komme demnächst in so einen Pulli. Ja. Toller Kontrast zu deiner Augenfarbe. Passt natürlich auch zur Haarfarbe. Und du brauchst Knallfarben. Die auch. Das finde ich geht das auch. Das wäre es auch, ja. Auch nicht so hat schlecht. Hat auch so einen Blaustich. Also das mag ich sehr gern. Und das ist zu hell. Nein. Oh. Nein. Das ist, glaube ich, eher was für Britta. Mhm. Aber das nächste ist wieder was für dich. Smaragdgrün. So, Sabine. Super. Oh. Tolle Farbe. Oh. Smaragdgrün. Petrol. Ja. Du musst den Kleiderschrank ausmisten. Ist vorbei. Also klar. Alles raus. Nein, alles. Du musst einfach bei den nächsten Stoffkäufen diese Farben mal berücksichtigen und gucken, was das mit dir macht. Oder erst das Teil abgreifen. Ah, Kleidertausch, ja. Ja, das mit dem Schnitt wäre dann noch ein Problem. Okay, aber das sieht wirklich anders aus. Aber hättest du nie genommen? Nein. Super. Ich finde das super. So. Ganz toll. Oh, da müsste ich wirklich mich hart dran gewöhnen. Wirklich aber sehr sieht toll stark aus. Na gut. Na gut. Halt das nochmal unter das Gesicht, bitte. Das ist jetzt, sind die Farben vom Frühlingstyp. Da hatten wir hier eben einige Fragen zu. Also das ist hellhäutig und leicht
rosé-stichig. Und das sind die passenden Farben dazu. Blätter mal bitte weiter. Das wäre dann der Sommertyp. Das sind nicht so kräftige Farben. Die sind alle, haben alle so einen leichten Pastell- oder Grauschleier und sind aber alle kühl. Das ist der Sommertyp, also ein leicht gelblicher Teint. Weiter bitte. Das ist der Herbsttyp, kräftige, warme Farben. Und meistens passt das dann auch zur Persönlichkeit. Das heißt, das sind Personen, die sehr viel Wert aufs Äußere legen und auch auf Styling und die dann mitgesehen werden wollen dann auch. Und da kann man natürlich auch super tolle Farbkombinationen draus machen. Ne? Also da war schon sehr viel dabei. Und das letzte... Ist auch ein schönes Rot, ne? Ist das Rot? Ja, das ist so ein Johannisbeerrot. Ja. Und das letzte ist dann der Wintertyp, kalte, klare sehr Farben. Sehr schön auch. Ja, also wir müssten das dann tatsächlich nochmal genauer analysieren, aber im Moment sieht es so aus, als ob du beides, sowohl die kalten Winterfarben, einige davon, als auch die kräftigen, warmen Herbstfarben, einige davon tragen kannst. Du kannst also aus dem Vollen schöpfen. Okay, wunderbar. Freu dich. Ich sehe jetzt schon die Esther, die kratzt hier mit den Hufen, sie will auch. So, dann machen wir jetzt auch noch den, die Sache dicht. Hast du Make-up im Gesicht? Dann tauschen wir einmal. Ja, aber ja, müssen wir. Ja, also mit Make-up ist es natürlich schwierig, weil normalerweise die Make-up-Farbe auch den eigenen Hautton kompensieren soll. Das heißt also, rosige Typen kriegen ein gelbstichiges Make-up und umgekehrt. Okay. Ne? Warte mal, ich sehe mich nicht. Wir haben aber, der ist festgeklebt, da geht nichts mehr. Das ist soll unser Spezialspiel. Oder wir können sie ja auf den Stuhl setzen, oder? Nee, ich kann nur so machen. Nein, du kannst dich aber setzen. Pass auf, ist ja nicht so, als hätten wir keine Stühle. Ich kann mich auch ein bisschen bewegen hier. Wieso bewegen? Du bewegst dich doch. Halte ihn bitte so unter das Kinn, genau, dass das mit dem Gesicht abschließt. Genau, so. Das ist jetzt also Gold. Ist dir jetzt warm oder ist das mir dein ist normaler Hautton? Ja, danke. Nee, mir ist jetzt warm. Ich bin ein bisschen rot, ne? Genau. Ist ein bisschen warm. Ja. Das ist, mach nochmal zurück, ruhig. Und nochmal hin. Weiter bitte. Schwierig. Das ist interessant, das zu sehen, oder? Ja. Schwierig. Aber nicht schlecht. Finde ich nicht. Das, das sieht gut aus. Das sieht bisher, glaube ich, am besten aus. Ne? Ja, mach mal weiter bitte. Also das sieht man eigentlich, müsste das jeder sehen können, dass dieser Kontrast, egal zu was, viel zu hart ist für sie. Zu den Augen, zu den Haaren, zum Hautton. Das macht alles kaputt. Okay. Der nächste ist interessant, das ist ein helles Türkis. Türkis hat natürlich eine wunderbare Eigenschaft, weil wir alle mit Türkis immer was Positives assoziieren, nämlich Urlaub. Das ist Swimmingpool-Farbe, das ist Karibik. Genau. Ja, guck mal, wie sie lachen. Das macht tierisch gute Laune. Und das Schöne ist, das Gegenüber nimmt dich dann auch so wahr, dass es richtig gute Laune macht. Das heißt, wenn du Gehaltsverhandlungen oder Bewerbungsgespräch oder sowas, wäre für dich Türkis die Farbe der Wahl, um auf jeden Fall einen möglichst positiven Eindruck zu machen. Ja. Und wir sehen an der Augenfarbe, dass es eigentlich Swimmingpool pur, was sie da im Auge hat. Ja. Also ja, das passt perfekt. Geh mal weiter, bitte. Ja. Es ist schon faszinierend, wie man sowas, wie man das sieht. Das ist nicht so gut. Ne? Das ist ja diese typische Office-Business-Blusenfarbe für Männer, die Hemdenfarbe für Frauen. Ja, genau. Und wenn man das dann wieder zurückblättert, kann man sehen, dass das mit dem Gelbstich, ne? Es ist ja auch hellblau, aber dadurch, dass es einen Gelbstich hat, gilt es mit zu den warmen Farbtypen. Ne? Kommst noch du einmal runter? Ein Stück zu mir? Du müsstest einmal ein bisschen zu mir kommen. Ne? Und da hatten wir auch eben schon mal den Vergleich, weil nämlich um die Pupille rum dieser Rand. Du müsstest einmal so, genau, so können wir es besser machen. Der Rand sich dann wieder in dem Petrol spiegelt. Ja. Ist natürlich auch eine tolle Kombifarbe für Jacken, für Mäntel, für Hosen, auch für Boots. Es gibt mittlerweile auch Schuhe in dieser Farbe. Das ist super zum Kombinieren. Machen wir weiter, bitte. Weil die nächste geht gar nicht. Nein. Nee, mach schnell weg. Das ist wunderbar. Nein, das ist gut zum Gucken. Also alle, die jetzt so einen Hautton haben, so einen rosigen, müssen leider Royal Blau vergessen. Arbeitskleidung war das mal. Oh Gott.
Das sieht ja aus wie ein Mehlwurm. Nee. Ja. Nicht wirklich. Ja. Ein Mehlwurm. Aber das Rosé geht natürlich auch nicht. Das ist einfach eins zu eins. Ne? Mm. Ich glaube, das Orange geht auch nicht. Aber da kommt gleich... Nee. Das ist zu kräftig. Also du brauchst wirklich die zarten Farben. Ja. Mach mal weiter, bitte. Noch weiter. Das geht auch nicht. Das ist alles das, was dir steht. Genau. Guck, ihr beiden kommt euch nicht ins Gehege. Da geht es wieder los. Dieses wunderbare Frühlingsgrün. Ja. Das ist eine Farbe, die einen tollen Kontrast zum Teint hat, die einen tollen Kontrast zur Haarfarbe hat, die mit den Augenfarben wunderbar harmoniert. Das ist sehr, sehr schön. Habe ich auch ein T-Shirt. Ja, guck. Das darf bleiben, Esther. Das geht wieder weg. Das geht dann wieder als Kombifarbe zu dem hellen Ton für oben drüber oder als Hose. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, es könnte ein Ton wärmer sein für dich. Es ist zu kräftig. Also, das da bist du. Das bin ich. Der Frühlingstyp. Ja. Ne, also alle Farben, die einen Gelbstich haben und die hell sind und frisch und fröhlich. Mhm. Ne, und du solltest Türkis zu deiner neuen Lieblingsfarbe machen. Ja. Mag ich sowieso gerne. Gut. Türkis und auch so grünliche Töne. Mhm. Ne? Das mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und wenn Rottöne, dann immer so ein bisschen Richtung Tomate, Terrakotta, Hummer und sowas. Niemals Richtung Himbeere, das sind die blaustichigen. Ja, okay. Ja, super. Ja, Esther, die nächste Gehaltsverhandlung kann kommen. In Türkisblau. In Türkisblau, genau. Ja, das ist doch schön. Ja, super. Ja, dann haben wir eigentlich heute ganz schön viel gelernt, würde ich sagen. Ja, und wir haben einen schönen Stoff für dich gefunden. Für mich? Nein. Das geht bei dir doch auch. Das hatten wir doch auch. Ich glaube, es müsste ein bisschen kräftiger sein. Ehrlich? Also der Roséton müsste schon, das sind alles so mauschelige Farben, das ist so okay, sonst müssen wir abwarten. Esther, hast du schon zugeschnitten? Ja, ich bin in den letzten... Ich muss einen... Weil sonst hätten wir tauschen können. Dann hätte Sabine die Girly Flower gekriegt und du hättest die hier bekommen. Oh, ja, da hätten wir gerade eben noch... Ja. Oder wir müssen Girly Flower noch ein kleines bisschen verändern, dass wir das noch ändern könnten. Würde das denn eigentlich Sinn machen, in dem Augenblick, dass die beiden jetzt die Sachen tauschen? Ja, natürlich, klar. Es geht ja darum, dass man sich wohlfühlt mit dem Teil und dass es einen auch gut aussehen lässt. Ja. Und ich glaube, das ist zu blass für die Sabine. Das wäre eher was für Esther. Für die Esther. So, Esther, das heißt, du hast einen neuen Stoff dazu bekommen. Ja. Auch wenn du, würdest du denn so ein grafisches Muster jetzt wirklich anziehen? Ja, klar. Ja, klar? Da habe ich ja, ne, ich bin ja eigensinnig. Wie lange muss ich mir das jetzt anhören? Wir können die Regie, nur die du Regie. Du nimmst den und dann machst du dir die Maske dazu so, dass man das Flower Girl... Das ist ja super. Aber das ist doch lustig, dass diese Farben, die wirklich viel besser stehen, also jetzt, wenn ich das so sehe, nach dieser ganzen Sache, muss es wirklich sehr beeindruckend. Ja, und es macht einfach Spaß, dann den Kleiderschrank daraufhin zu untersuchen, wie viele Teile da drin sind, die man immer schon nicht mochte. Und man dann jetzt endlich weiß, warum. Cool. Super. Genau, das mit der Maske, da bin ich gespannt drauf. Das Bild müsst ihr mir schicken. Ja, das heißt, wir müssen... ich habe das Rückenteil zugeschnitten. Das Rückenteil macht nichts, weil sie hat einen schmalen Rücken. Das heißt, wir können das Vorderteil verändern. Ich habe das Rückenteil verändern. Auch als zweiteilig mit einer Naht. Das passt auch so gut zur Brille. Sehr cool. Ja. Ich liebe Blau. Ja, cool. Esther. Ja. Also wir kriegen aus dem Reststück... Also ihr tauscht einfach. Wir tauschen, perfekt. Auch wenn das Rückenteil schon zugeschnitten ist, Sabine. Da hinten ist eine Naht drin. Das heißt, auch da können wir eventuell noch so einen schönen Streifen reinsetzen aus einem Ton, damit das... Das mit dem Schnitt, mit der Spitze vorne, ne? Perfekt für dich. Guck mal, wie toll das aussieht. So, jetzt ne? Ganz im Ernst, nicht lass los. Das sah genau so, wie du das hattest, sah das super aus. Du könntest also diesen Schnitt so verändern, dass du dir da einfach so eine Spitze... dran machst. Das machen wir. Ne? Ja. Streckt. Ja. Super. Sehr schön. Aber du glaubst nicht, was die Britta alles zaubern kann. Ja, das hoffe ich doch. Super. Ja, ich weiß ja, für wen ich das immer gerne mache. Guck's dir einmal an. So. Perfekt. Ja. Genau. Wir haben ja vorher gesprochen und ich habe ja versprochen, dass ich im Frühjahr, wenn wir alle raus sind aus der Krise, aus Corona-Falle. Genau.
dass wir das dann nochmal wiederholen, so ohne Schutz. Genau, dass man noch mal ein paar mehr mit reinnehmen kann, dass wir jetzt das, aber das war schon mal sehr interessant zu sehen, auch wie Muster wirken, und du hättest den Stoff doch im Leben nicht genommen. Der war auch in der Wahl. Ja? Ja, aber... Ich kann mich nicht erinnern. Ja, so im Nachhinein. Falls der nicht, dann diesen, ja? Und der gefällt mir auch besser, weil der auch ein bisschen fester ist. Ja, der ist fester. Ja, also das mag ich eigentlich ganz gern, aber... Super schön. Aber den anderen kriegen wir auch noch für dich gedreht. Genau, und die Hose drunter dann in Knallpink. Da ist ja auch Knallpink mit drin. Oh, ja, Julian. Super. Ja, natürlich. Super, finde ich super. So, Pink-Hose. Ich weiß, du kannst deine Brombeerhose gleich ausziehen und an Sabine weiterreichen. Ich sehe schon. Ich meinte Pink. Pink, so Pink. Also wenn Pink. Ich mal ganz Pink. Kurz... Ja. Ich schiebe mal jetzt kurz den wieder zur Seite. Ich renne mal eben durchs Bild. Ja. Ich glaube, ich muss mir mal deinen Kleiderschrank angucken. Ne? Das wäre die perfekte Ergänzung. So. Ja, super. Ich würde sagen, die nächste Kleidertauschparty zwischen Esther und Sabine ist gesetzt. Ja, einfach machen und sich dann freuen. Ja, über die positiven Feedback. Ja, ist sehr interessant. Also ich bin begeistert. Also das ist wirklich eine großartige Erkenntnis. Ich hätte weder dir diesen Stoff gegeben, noch dass du den so magst. Das ist so vom Typ her, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sehr interessant, was du so an Ideen mitbringst. Ja, sehr schön. Ja. Cool. Also ich bin begeistert. Super. Lässt du das jetzt nochmal los? Nee. Und du musst die so zuschneiden, die Maske, dass du das Flower Girl hier so über der Nase hast. Ja, ne? Weil der Stoff, du kannst ja diesen Rand wahrscheinlich so lassen. Ne? Ja, super. Ja, klasse. Das ist das Schöne an den Hilco-Stoffen. Die haben ganz oft da wunderbare Farbbezeichnungen und auch solche netten Abschlüsse und Kanten noch. Ja, habe ich eben schon gesehen, finde ich ganz klasse. Ja, die sind ganz klasse, die nehme ich auch wirklich gerne. Auch, was steht da drauf? It's good to have a good day. Genau. Das sind alles richtig tolle Sachen, um die noch mit einzubinden in diese ganzen Geschichten. Super. Auch nochmal als Kante oder als Board oder sonst wie was. Es ist schon, also da schlägt auch so ein bisschen mein Herz für. Also es ist schon manchmal richtig nett, sich den Druck und die Sachen an der Seite stehen wirklich anzugucken. Das ist großartig. Das macht richtig, richtig Spaß. Ja, schön. Ich bin begeistert. So, alle mit neuen Erkenntnissen gehen Sie nach Hause. Heute sind alle geplättet, das Studio ist leise. Ja. Ja, das finde ich großartig. Wir müssen das noch verdauen. Ihr könnt gerne noch ein Feedback abgeben, wenn ihr wollt. Was ist denn mit dem, mit dem Chat? Hat der Chat noch ein Feedback? Gibt es da noch irgendwelche Sachen? Meine Farbe auch. Ich liebe auch Petrol. Ich sollte Petrol tragen, aber lila ist viel besser. Lila, sagt der letzte Versuch. Ja. Okay, aber jetzt, dass jemand was geschickt hat, Jan, ist nicht passiert, ne? Nee, bis jetzt noch nicht. Okay, aber ich würde sagen, wir können noch mal ein Gewinnspiel starten, oder? Das können wir machen. Das können wir aber, machen. Aber bevor das jetzt falsch rüberkommt, ja. Also das Thema wird sehr, sehr gut angenommen. Ja. Und es sind auch alle sehr überrascht. Ja, ne? Was doch noch geht. Okay. Haben die noch nicht gefragt, ob Juliane noch Termine frei hat? Naja, es steht auf jeden Fall so viel, so eine Beratung wäre was für mich. Und also Juliane, du bist auf einer Mission. Ja, schön. Ja. Du wirst, glaube ich, recht beschäftigt sein die nächsten Wochen und Monate. Ich liebe es, Menschen glücklich zu machen. Aber das war wirklich jetzt sehr interessant. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt mal wieder, also du machst es ja jetzt im Moment auch gerade alleine, 1:1, ne, durch die ganze Sache. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, mit einer Freundin oder noch jemandem zu dir kommen würde, dann wäre das auch kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Also es kommen Mütter mit Töchtern, es kommen Paare, die beide beraten werden wollen. Es kommen Freundinnen. Kommst du ein bisschen zu mir? Es gibt auch, ich hatte sogar mal eine ganz tolle Gruppe, das war ein Junggesellenabschied, die haben sich das gegönnt und da hatten wir auch sehr viel Spaß. Also das ist es ist wirklich eine tolle Erkenntnis und die beiden, die sind wirklich, so ruhig habe ich sie selten erlebt. Ja. Das ist wirklich schön. Sehr, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir starten noch das Gewinnspiel, bevor meine Sanduhr durchgelaufen ist und ich bin heute vor der Sanduhr fertig, nur um die Regie zu ärgern. Es gibt das Dortec-Schnupperpaket zu gewinnen und zwar unser wunderbares
Kunstleder und entsprechende Etiketten dazu. Die rutschen jetzt hier runter. Den Stift lege ich mal beiseite. Ja, kannst du gerne halten. So, wenn wir eine Frage gestellt bekommen vom lieben Jan. Genau. Also bitte anrufen, wenn ihr es wisst. Ja. Die Frage lautet, wie lautet Julianes Motto? Wer den Beitrag zur Sendung gelesen hat, kann es wissen. Ja, wie lautet dein Motto? Da muss ich auch schlucken. Hat sie aber heute, glaube ich, noch nicht gesagt. Nee, hat sie auch noch nicht gesagt. Aber jetzt darf sie es auch nicht sagen, auf keinen Fall. Und während wir jetzt darauf warten, dass ihr natürlich fleißig den Artikel gelesen habt und euch auch schon ein bisschen informiert habt, weil es kommen ja immer Fragen natürlich auch zu den Sachen, die gerne im Artikel stehen, weise ich noch mal auf was hin. Denn wir hatten ja gerade noch über Schnittänderungen gesprochen und auch über den Schnitt jetzt von der Steffi. Der Ester passt dir nicht ganz so gut oder wo man noch mal so ein kleines bisschen Hand anlegen muss. Und ich möchte noch mal auf diesem Weg dieses Buch noch mal vorstellen von der Steffi. Und sie hat ein neues Blusenbuch geschrieben, wo man eben auch Veränderungen ganz einfach vornehmen kann. Und ich freue mich auf das Jahr 2021. Erstmal hoffentlich werden wir dann alle etwas befreiter durch die Gegend laufen irgendwann. Und die Steffi kommt noch mal zu uns in die Sendung und wir reden noch mal explizit über ihr schönes Buch und machen dann daraus auch noch mal ein paar Abwandlungen. Liebe Grüße an dieser Stelle in den Süden. Bleib schön gesund, liebe Steffi. Und ich freue mich, wenn wir zusammen noch mal das Thema Blusen und die Veränderungen aufgreifen. Ganz wichtig, ne? Super. Dass man da noch mal gucken kann, gerade was man aus so einem einfachen Schnitt machen kann. Und sie hat das wirklich sehr schön dargestellt, um dann auch mal zu sehen, wie man Teile noch verändern kann, Sachen einfügen kann. Das ist sehr übersichtlich. Ich habe schon einen Blick reingeworfen. Und das ist mit Sicherheit jetzt nicht für blutige Anfänger, aber ich weiß ja, aus blutigen Anfängern werden irgendwann mal Profis, ne, liebe Sabine? Ja? Ich weiß doch am Anfang, dass ist doch egal. Und jetzt sagst du dir, ich trenne das lieber nochmal auf. Das machen wir lieber nochmal neu. Ne? Genau, machen wir lieber nochmal neu. Und deswegen ist es auch ein sehr schönes Buch und ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal rein vertiefen. Ich habe noch was ganz Tolles und zwar von der Hiltrud Keller. Liebste Grüße. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich wollte es live in der Sendung machen, weil ich ja immer gesagt habe, ich trage so gern selbstgestrickte Socken. Und ich bin ja begnadeter Nichtstricker. Und ich hole sie jetzt einfach mal raus. Und es ist, das sind auch so meine Farben. Ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagen würdest. Ich glaube, es passt gut. Es passt ganz gut. Aber da ich ja selbstgestrickte Socken total liebe, bin ich richtig, richtig froh, dass ich die bekommen habe. Und du hast genau, liebe Hiltrud, meine Farben getroffen. Und Orange finde ich super, aber Esther guckt auch schon, glaube ich, nach. Danke, liebe Hiltrud, dass du Schwarz vermieden hast. Ja, Schwarz hat sie vermieden. Komm, ich wollte dich heute ein bisschen provozieren. Allein wegen deines Spruchs. Den ich hoffentlich gleich am Telefon höre. Ja, Martin. Ja, apropos Spruch. Spruch, ja. So eine Beratung bei dir, die ist spruchreif ab welchem Geldbetrag? Das steht auch auf meiner Seite. Das sind für Privatpersonen 90 Euro die Stunde. Gut. Mach ruhig weiter, alles gut. Martin. Fertig. Das war nicht für dich. Wobei, wir könnten dich auch noch mal kurz... Nein, mir ist nicht zu helfen und nur schwarz ist... Deine Farbe. Schwarz. Das stimmt aber gar nicht. Hier sind noch was ganz Süßes dabei, auch wie niedlich. Also sehr, liebe Bei mir Hiltrud, ist es ja auch mehr Attitüde als... Ja. Ich bin begeistert. Wobei, wir sollten den Stoff da unten noch mal mit Martin besprechen. Also dieser Stoff ist ein Traum. Ne? Ja, finde ich auch. Aber nicht für Martin. Doch, der ist für Martin wie gemacht. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla-Café. Mit wem spreche ich? Mit derjenigen, die anderen Socken noch spricht. Hier ist Sabrina, hi. Sabrina? Ja. Du bist tatsächlich durchgekommen wieder? Ja, Entschuldigung, ausnahmsweise. Juhu. Ja, liebe Grüße schon mal. Weißt du denn den Spruch, den Juliane, ich weiß, dass du ihn weißt, also den Juliane gerne zitiert? Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. So, hervorragend. Okay, ich nehme mal hier mein wunderbares Telefon mit. Und vielleicht kommst du noch mal einmal zu mir rum, liebe Juliane. Ja, du kriegst das Dortec-Schnupperpaket. Ich weiß, du hast schon genug geschnuppert, aber wir schnuppern es trotzdem in deine Richtung. Viel Spaß damit, kann man immer gut gebrauchen. Und ich weiß ja auch, dass du ganz viele... Bionic Gear Bags und was auch immer was nähst. Und da wirst du das auf jeden Fall, das Kunstleder von Dortex, gut gebrauchen können. Das werde ich gebrauchen können, genau. Ja, wunderbar. Okay, liebe Sabrina, bleib gesund und liebe Grüße. Deine Socken kommen, aber die sind nicht blau, die sind leicht rottönig. Wer? Meine Socken?
Ach ja, du kriegst auch noch Socken von mir. Okay, jetzt, das wird super. Okay, also man kann... Hauptsache kein Schwarz. Genau. Hauptsache kein Schwarz, ihr habt es alle gehört. Aber jetzt, ich habe jetzt erstmal ein paar Socken. Ich bin da sehr dankbar für. Es heißt jetzt nicht, dass mir alle Leute Socken stricken müssen. Wobei ich mich natürlich trotzdem über alle freue. Denn ich laufe sie auch knallhart irgendwann mal durch. Okay, ich warte auf Socken. Okay, Sabrina, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss, schönes Martin. Ciao. So, okay. Martin. Das wäre toll für einen Muff, finde ich. Für einen Muff? Oder? Martin, brauchst du einen Muff? Also ich liebe diesen Stoff, ich finde den so toll. Der ist großartig, ich würde oder? Da auch die Kinderjacken von nähen oder sowas. Also das ist... Wem würden der ist so crazy, der ist aber wirklich ich, super. Komm doch mal einmal zu mir, bitte. Nein, der... Doch mal einmal zu mir kommen. Ich wollte ihm deine Weste rausnehmen. Nein, er muss nicht. Man muss sowas nicht mögen müssen. Nein, das muss er auch nicht. Komm doch mal bitte. Nur weil du das nicht mögen müssen solltest, kannst, finde ich, kannst du trotzdem jetzt mal nach hier vorne kommen. Also ich hatte mal gedacht, dass der Martin daraus eine Weste bekommt. Ich fand, das war passend. Das hat so ein bisschen was, wie heißt der noch, der in dieser Höhle wohnt? Fred Feuerstein. Genau, Fred Feuerstein. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Sind das nicht Martins Farben? Doch, aber ich glaube, er wäre damit so unglücklich, dass das wollt ihr nicht haben. Nein, man muss sowas nicht mögen müssen. Wir widersprechen uns ja ein wenig. Du gehst ja immer von Typ und passt noch. Ich bin ja immer der Meinung, es ist nicht wichtig, was man trägt. Es kommt immer nur darauf an, wie man es trägt. Aber wieder, aber im Video tragen, also du kannst alles wie tragen. Ich kann sogar königlich grunzen dazu. Muss das sein? Ja, als Fred Feuerstein. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Aber ist er denn König? Okay, er der Höhlenkönig. Auf jeden Fall, du meinst also, ich darf ihm daraus nicht doch irgendwann eine Weste nähen? Nein, bitte nicht. Ach, schade. Das ist ja auch nicht schön, wenn er dann... Du kannst gerne öfter kommen. Wenn er dann so komische Kommentare bekommt, aber irgendwie... Ob der Stoff eigentlich für den Enkel gedacht gewesen wäre oder so. Ja, für den Enkel? Ich wollte schon provozieren. Jetzt kannst du wieder gehen. Das klingt ja, als wäre ich schon mit weiß wie alt. Nein, der Martin, der ist noch ganz knackig und jung. So, der vertuscht das nur. Das wäre jetzt auch nichts als Weste für einen Herrn? Doch, schon eher. So, darf ich das denn machen? Liegt als schon hätte ich da irgendeine Mitsprache. Ja, das stimmt. Liegt schon seit 2 Jahren hier. Deswegen kann ich das ja mal nachfragen. Das würde ich aber jetzt eher blass machen. Das ist auch also es ist nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so schrecklich für dich wie dieser hier. Ja, aber wir sind hier ja bei Oné und beim Blabla-Café, da darf auch manchmal was schrecklich sein. Im Grunde genommen kann ich ja alles tragen. So, das hatten wir ja schon bereits in dieser Sendung. Genau, Männer haben da einfach so ein wunderbares Selbstbewusstsein. Ich wünschte, die Frauen würden sich davon so ein bisschen was abgucken. Das hat gar nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Es ist einfach scheißegal. Einfach eine Tatsache. Vielleicht aber das ist er so als auch Muff ein wenig so eigenwillig. Schön, ne? Ja, auch das. Oder als Tasche, so aber als Shoppingbeutel. Wie kann man sich sonst Firmen wie Camp David erklären? Ehrlich, und so. Ja. Also ich kriege, ihr könnt auch gerne jetzt nochmal zu uns kommen, weil wir sind nämlich jetzt, eigentlich habe ich jetzt, ich bin jetzt fertig für heute mit allem. Wir haben alles besprochen, was wir wollen. Ihr müsstet die Stoffe eh tauschen, deswegen müssen wir da jetzt auch nicht mehr groß Hand anlegen. Mein Handmaß ist erfolgreich verboten. Weißt du warum? Nein. Ich hab ja warst du die, das? Ja, ich war das. Ich hatte dich im Verdacht. Nein, ich war's. Weißt du warum? Weil ich mir das mit der Schablone so schön angewöhnt habe, dass ich das drunter liegen lasse und dann drüber bügel. Es hat nicht geklappt. Oh. Nee, hat mit dem. Das aber ich habe noch so eine für dich, die kann ich dir gerne geben. Das würde ich bei Prim aber mal anfragen, ob die das nicht in bügelfest machen. Nein, die haben auch Bügellineale, das ist jetzt nicht das Problem, aber das ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man drüber bügelt. Egal, ich glaube, ich kriege noch ein zweites von Prim, die sind ganz lieb zu mir und dann werden das auch mit Sicherheit... Dann darf das niemals nicht hier auf dem Bügelbrett liegen. Ja, man darf nicht drüber bügeln, Nini. So, komm jetzt, ihr beiden Hübschen. So, also ich würde sagen, wir sind gut in der Zeit, wir haben die Sachen verlost. Ihr erinnert euch... Bitte, dass ihr den Stream natürlich liken könnt, wenn ihr euch das gefallen hat. Und natürlich auch den Kanal abonnieren. Und für alle, die einen Kommentar unter unserem YouTube-Stream hinterlassen, ihr könnt gerne am Gewinnspiel teilnehmen und diesen schönen Schnitt Marita gewinnen.
So, meine Lieben, ich bin geplättet. Ich finde das ganz toll, dass du da warst und dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Ich hatte so ein kleines bisschen ja Bedenken auch vor der Sendung, weil ich dachte, okay, mal gucken, was so übrig bleibt von einem. Aber du hast das sehr charmant und sehr nett umgesetzt. Also es hat, mir hat es riesen Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für eure gute Kooperation. Und was ist mit euch? Euch hat es auch Spaß gemacht? Super. Ja, super. Ja, ihr seid jetzt toll, wieder ein bisschen schlauer. Ja. Du Girly Flower, du hier in... Ja, ich werde vor allen Dingen meinen Kleiderschrank, ne, der ist fällig, ja, den werde ich ordentlich sichten. Ja. Und vielleicht können wir noch mal miteinander konferieren und dann noch mal zu anderen Zeiten noch mal uns einen netten Nachmittag zusammen machen. Genau. Genau. Also Esther demnächst in Cross-Stitch und du in Girly Flower, wie sich die Zeiten doch ändern können. Ich bin ein bisschen geplättet und freue mich, dass alle so viel Spaß hatten. Und nächste Woche gibt es ein Wichtelnähen mit der Heidi. Auch da könnt ihr natürlich sämtliche Informationen schon bei uns in der Facebook-Gruppe finden oder auch demnächst nächste Woche auf unserer Webseite. Und ich weiß gar nicht, ist am Dienstag noch Küchenkarussell, Jan? Bitte sag nochmal, ich war gerade beschäftigt. Ach, ist am Dienstag noch Küchenkarussell? Kann ich das noch mit ankündigen? Nee. Okay, ich kann es nicht mit ankündigen, Martin hat frei. Also nächste Woche tiefes Entspannen und wir sehen uns dann spätestens am Freitag zur selben Zeit, um gemeinsam Wichtel zu nähen. Alle Informationen dazu findet ihr auch auf der Webseite und auch die Stoffe. Guckt mal bei Ellos oder Stoffekontor, da könnt ihr auf jeden Fall viel Spaß haben und mitnähen. Und bei Kati Kreativ gibt es den Schnitt und die Zutatenliste auch nochmal ganz genau aufgelistet. So, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich muss jetzt auch erstmal drüber nachdenken, was für ein Typ ich bin. Über die Figurtypen, da lassen wir nochmal den Abend drüber vergehen. Und ich freue mich, Juliane, sollten wir uns 2021 nochmal wiedersehen. Das wird bestimmt mega Spaß. Würde mich sehr freuen, ja klar. Okay, vielen Dank. Alles Gute bis dahin und bleibt gesund. Auf jeden Fall. So. Gut, bis nächste Woche. Tschüss. Na, gefällt euch, was ihr seht? Dann lasst uns gerne ein Like da und, wenn ihr mögt, abonniert unseren Kanal.